Informationen, aber nur ein Bruchteil dieser Informationen wird freigesetzt in den spezialisierten Körperzellen. Wenn sich solche spezialisierten Zellen umfunktionieren ließen zu Keimzellen, müsste dann nicht das gleiche Individuum noch einmal entstehen? Vor dem Hintergrund dieser Frage hat Jörg Tröger die Handlung des jetzt beginnenden Science-Fiction-Spiels aufgebaut. Hören Sie, ein Vorfahr auf Bestellung. Ja, herein. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, wir haben eine Vorladung von Ihnen bekommen. Herr Schaller, das sind Sie doch, nicht? Ja, darf ich mal sehen? Ja, bitte. Ach, ja. Herr und Frau Berger, ja. Gut, dass Sie gleich gekommen sind. Ja, dann nehmen Sie erst mal Platz. Wo denn bitte? Frau Berger, Sie am besten da. Ja. Ja. Danke, ja. Frau Walter, kommen Sie zum Protokoll rüber, bitte. Dankeschön. Ich mache lieber gleich Nägel mit Köpfen, wissen Sie. Guten Tag. Guten Tag. Das ist Frau Walter, sie wird alles aufschreiben, was Sie mir zu erzählen haben. Ja. Können wir anfangen? Ja, ich bin soweit. Schön. Dann will ich Sie darauf aufmerksam machen. Dass alles gegen uns verwendet werden kann, das kennen wir doch alles. Herr Berger, ich habe hier einen sehr ernsten Vorwurf gegen Sie zu untersuchen und Sie wissen ganz genau, dass unser Staat peinlich genau darauf zu achten hat, dass die Bürger dieses Landes nicht gegen das Bevölkerungskontrollgesetz... Nein, was soll denn das? Sie doch nicht erst seit gestern bei uns auf der Dienststelle. Ja, wirklich, ich meinte nur, so oft haben wir schließlich nicht mit solchen Fällen zu tun. Ja, es wäre ja auch noch schöner. Seitdem ich im Amt bin, das sind immerhin fast 17 Jahre, hatte ich nur 7 Fälle zu bearbeiten. Schönes Leben gemacht, auf unsere Kosten. Herr Berger, Sie sind mein 8. Fall. Ich glaube, das zeigt deutlich, wie effektiv unsere Arbeit ist. Jedenfalls werde ich es nicht dulden, dass Sie hier in irgendeiner Weise die Autorität meiner Behörde und damit die Autorität des Landes untergraben. Also, bitte, fangen wir endlich an. Frau Walter, auch Sie. Wir haben da vor ein paar Tagen eine Anzeige gegen Sie auf den Tisch bekommen. Kann ich schon denken, von wem? Eine Anzeige bekommen, die Sie beide beschuldigt, gegen das Bevölkerungskontrollgesetz verstoßen zu haben, und zwar gegen den Paragraphen 7, wie es aussieht. Frau Walter, lesen Sie das mal vor. Sparen Sie sich die Mühe, kennen wir doch alles auswendig. Mann meint, das heißt, er will sagen, wir haben uns mit der Sache in den letzten Wochen schon genug auseinandergesetzt. Wirklich, wir waren selbst schon so weit, zu Ihnen zu kommen und unser Gewissen zu erleichtern. Es würde mich freuen, wenn Sie zur Aufklärung beitragen. Aber trotzdem, den Paragraphen hören wir uns an, damit hier jeder weiß, wovon die Rede ist. Also, bitte, Frau Walter. Moment. Paragraph 4, 6. Ja, hier 7. Jedes Ehepaar und jedes andere Paar, das zusammen in eheähnlichen Verhältnissen lebt, darf nicht mehr als ein leibliches Kind haben. Annahmen an Kindesstatt sind unzulässig. Ausnahmeregelungen werden nicht erteilt. Zuwiderhandlungen werden mit Arbeitslager oder in schweren Fällen mit Verbannung geahndet. Ja, das genügt. Ich hoffe, Sie wissen, warum man das so formuliert hat. Naja, das war doch, weil nicht mehr genug zu essen da war. Als in allen Ländern die Lebensmittel rationiert wurden und so. Die Weltbevölkerung hatte sich binnen kurzem verdoppelt und dann kam die große UNO-Konferenz, wo alle Länder sich verpflichtet haben, dann Riegel vorzuschieben. Ja, das ist doch, kennen wir. Und sehen Sie, Herr Berger, und seitdem haben wir dieses Gesetz. Aus gutem Grund, möchte ich sagen. Wie viele Kinder haben Sie? Ein Jung. Alter? 22. Name? Emanuel. Was gibt's denn da zu lachen? Nein, ein bisschen altmodisch ist Emanuel schon. Ihr leibliches Kind? Nein. Herr Berger. Nein, unser eigenes Kind nicht. Obwohl, blutsverwandt ist er eigentlich schon. Aber ich weiß selbst nicht mehr, was er nun wirklich ist. Ja, schreiben Sie auf, Frau Walter. Kein leibliches Kind, Verdacht auf verbotene Adoption gemäß § 7 BKG, Vorgeladene geben Sachverhalt zu. Wenn Sie weiter so mitarbeiten, verspreche ich Ihnen, mich für eine milde Bestrafung zu verwenden. Sagen Sie wenigstens, wer uns angezeigt hat. Eine Frau Naumann. Ja, siehst du? Vera. Da habe ich es dir nicht gesagt. Das Typ ist deine Schwester, diese habgierige Fregatte. Frau, ich hab doch recht. Bitte. Frau Naumann ist nur ihrer staatsbürgerlichen Pflicht nachgekommen. Auch übrigens eine Belohnung, wenn Sie das meinen, die kriegt sie bei uns nicht. Aber zur Sache jetzt.
Erzählen Sie mir erst mal, wie Sie damals zu diesem merkwürdigen Kind gekommen sind. Ach, Moment noch. Die Aussage verweigern Sie nicht? Nein. Nein, bring was hinter uns. Ja. Haben Sie das, Frau Walter? Vorgeladene sind belehrt worden und zur Aussage bereit. Also, bitte. Tja, das ist jetzt fast 23 Jahre her. Ich war in die Stadt gefahren zum Einkaufen und wartete auf den Bus. Ziemlich spät, glaube ich, war es geworden, so 7 Uhr abends. Sie haben keinen Wagen? Nein, damals hatten wir keinen. Aber heute schon gar nicht. Es ging uns finanziell ziemlich übel. Ziemlich viel Schulden und so weiter und so weiter. Also der Bus kam und kam nicht. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir angeben, bitte, genaue Uhrzeit? Wie spät ist es? Ja. Nur so kurz vor 7, glaube ich. Danke sehr. Sie auch auf dem Bus? Bitte, Sie haben gemacht Einkäufe. Ja, Kleinigkeiten, was man so braucht. Wird alles so teuer, so preislich gesehen. Ja, nicht so eine Katastrophe für den kleinen Mann. Na, da können Sie recht haben. Gestatten Sie, ich möchte mich doch vorstellen. Darowski ist mein Name. Ich bin Wissenschaftler, wenn Sie erlauben. Na, ist auch kein leichtes Brot heutzutage. Was machen Sie denn? Verzeihung, haben Sie Kinder? Nicht mal das eine, was erlaubt ist. Warum fragen Sie? Nun, stellen Sie sich vor, meine Wissenschaft hat zu tun mit Kindern. Ja. Und ausgerechnet jetzt? Gibt nichts mehr zu tun für mich. Naja, sind Kinderarzt. Nein, Genetiker, wenn Sie verstehen. Also man könnte sagen, ich studiere, wie es kommt zu den Kindern und warum das eine hat ein solches Äußeres und das andere nur ein anderes. Ach so, ja. Und Erbkrankheiten verhüten, also ich meine, ich wollte sagen, die Vererbung und so, was damit zusammenhängt. Sind Sie Professor? Nein, das hat nicht sein sollen. Oh, jetzt mache ich so kleines Geschäfte. Mir ist da eine Erfindung geglückt. Das bringt ein bisschen so zum Leben. Ah ja, Sie sind Erfinder. Vielleicht ich kann einmal Ihnen zu Diensten sein, falls Sie mich brauchen. Gott, das ist wirklich nett von Ihnen. Ich wüsste jetzt nicht... Oh, da kommt man... Oh, für alle Fälle denken Sie an mein Angebot. Und hier bitte, nehmen Sie den Zettel, es ist also alles ich muss jetzt wirklich einsteigen. Gut, er hat mich sehr gefreut. Bist du schon da? Ja, eben zur Tür rein. Wollen wir gleich essen? Ich habe eingekauft. Hat denn das Geld gereicht? Naja, für Kaviar leider nicht. Bringst du meinen Mantel raus? Ah, ja. Danke. Oh, du, das ist was rausgefallen. Roter Zettel. Ist das was Wichtiges? Zeig mal. Hier. Ach, das? Nee, den hat mir vorhin an der Haltestelle so ein komischer Mensch in die Hand gedrückt. Kann in den Papierkorb. Na, sowas? Sag mal, hat dich jemand gesehen? Wieso? Was steht denn da drauf? Der muss aber ganz schön Mut haben. Oder ist ein Spinner? Du, der hat mich einfach angesprochen. Eigentlich ganz nett war. Irgend so ein verkrachter Gelehrter. Aber harmlos. Willst du auch einen Schluck? Ja, danke. Also, entweder bist du da an einen armen Irren geraten, oder da will sich einer mit aller Gewalt unglücklich machen. Hör mal zu. Hm? Ihr Vorfahr auf Bestellung. Durch neue Methoden der Zellbiologie ist es möglich geworden, Verstorbene wieder ins Leben so zu rufen. Zu reellen Preisen liefern wir Ihnen beinahe jeden verstorbenen Angehörigen Freihaus. Nur Blutsverwandte. Mit der Garantie absoluter Identität in Gestalt, Aussehen und Persönlichkeit. Diskretion zugesichert. Komm, du glaubst wohl nicht alles, was der sich da zusammengefaselt hat. Wir hatten sowas schon gehört. Ja, es ist ja auch gegen das Gesetz. Aber der sollte sich vor der Bevölkerungspolizei. Du vergisst das Ganze endlich. Ich will jetzt essen. Wenn da nun aber doch was dran ist. Sag mal, fängst du schon wieder an? Na gut, das ist unwahrscheinlich. Aber ich meine, was dran sein könnte doch. Denk dir mal, welche Entdeckungen die Mediziner gemacht haben in den letzten Jahren. Na also, nach dem Fortschritt der Medizin sah mir dieser Knabe aber nicht gerade aus. Und überhaupt, wozu denn das alles? Willst du dir etwa einen Vorfahr bestellen, oder wie das da auf dem Zettel heißt? Na, vielleicht hat er sich getarnt. Was macht das denn schließlich illegal? Hm? Und wenn schon. Kann man nicht über was anderes reden.
mal, du hast doch einen Großvater gehabt, überrascht der damals... Überrascht dich das? Ich meine, dein Großvater, das muss doch ein ziemlich genialer Kopf gewesen sein, was ich da so gehört habe. Na, und wenn schon? Na komm, sag doch schon. Ja, also selber habe ich ihn doch gar nicht mehr erlebt, nur vom Hörensagen, was so erzählt wurde von ihm. Ja, erzähl doch schon, was haben alle denn erzählt? Naja, der alte Herr, na, was sage ich, alt ist er ja gar nicht geworden. Er hat so rumexperimentiert, muss immer auf der Suche gewesen sein nach was Benzin ersetzen kann. Oder was, Treibstoffrückgewinnung? Ach egal, ich habe doch keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, er wollte das große Geld machen, als es damals mit dem Erdöl anfing, knapp zu werden. Aha, Treibstoffrückgewinnung, sagst du. Aber war da nicht so eine Erfindung? Ich meine, irgendein Gerät, das er in die Motoren einbauen wollte, um das Benzin wenigstens teilweise wieder aufzubereiten. So was Ähnliches. Und jedenfalls soll er dann kurz bevor die Sache lief gestorben sein. Und mit seinen Plänen konnte niemand mehr was anfangen. Ich habe nie mehr davon gehört. Tja, damit könnte er heute steinreich werden. Und wir wären aus dem Schneider. Tom, du bist wohl nicht mehr ganz bei dir. Lass den Großvater, wo er ist. Na, wenn doch was dran ist an deiner Haltestellenbekanntschaft. Anhören könnte man sich das doch mal, was dieser Mensch dazu bieten hat. Das ist überhaupt kein Risiko. Aber ohne mich bitte, ja? Gut, gehe ich eben alleine. Du hast ja gar keine Adresse. Ach so, ja. Du sag mal, steht das nicht auf dem Zettel? Klar, hier steht's ja. Das ist auch merkwürdig. Ja, dann lies doch mal vor. Kontaktmöglichkeit jeden Mittwochabend im Hauptbahnhof, Bahnsteig 7. Tragen Sie diesen Zettel einmal gefaltet in der Hand. Wir werden Sie ansprechen. Das ist ja wie im Kino. Ja, wie kann man nur auf sowas reinfallen? Das ist Bevölkerungskontrollgesetz. Ne? Irgendwie muss er sich ja wohl tarnen, sonst könnte er ja gleich zur Polizei gehen. Ja, ich fürchte, du wirst da auch nochmal landen. Ja. Was haben wir denn heute? Das ist Montag und das ist übermorgen Mittwoch. In 2 Tagen wissen wir mehr. Wie weit waren wir? Obwohl meine Frau dagegen war, bin ich zum Bahnhof gegangen, um Kontakt aufzunehmen mit einer mir unbekannten männlichen Person. Ja, zuerst, da waren da unheimlich viele Menschen. Er ist dann plötzlich neben mir gewesen. War mir schon ganz blöd vorgekommen mit meinem roten Papier da in der Hand. Er sagte dann so etwas wie ein Vorfrage fällig oder so. Na, und da habe ich halt ja gesagt. Bin eben neugierig gewesen. Ich war noch nicht entschlossen. Die Fakten bitte, Herr Berger, die Fakten. Diskutieren können wir die Sache später. Naja, wissen Sie noch, was Sie vor 23 Jahren gemacht haben? Man muss doch wohl noch überlegen dürfen. Also auf jeden Fall, ihm nachgehen sollte ich. Nicht zu dicht auf. Wir sind dann raus auf den Bahnhofsvorplatz und ewig lang gelaufen. So ein richtiges Sauwetter, das weiß ich noch wie heute. Hier sind wir, wenn Sie erlauben. Ja. Moment. Warten Sie. Ist niemand gefolgt, der Gietiger Himmel? Nein, Gott sei Dank. Kommen Sie her. Darf ich bitten, freundlichst vorzugehen? Hallo, Lilly. Ich bringe Kundschaft mit. Das ist bitte meine Assistentin, wenn Sie gestatten. Lilly Kellenbach, eine äußerst wichtige Kraft. Guten Abend, Taro. Also dann bitte hier herein, wenn Sie bitte mitkommen wollen. So, hier herein. Und wenn Sie hier Platz nehmen wollen, bitte. Ja, danke. Ach, so, schön, ja. So, bitte. Ja. Ja, also... Was? Bitte, ja, sei still. Natürlich, natürlich. Bitte nicht. Womit also kann ich Ihnen dienen? Ja, wissen Sie, Sie haben mich ja regelrecht überrumpelt. Was? Das ist nämlich so, ich wollte mich eigentlich erstmal bei Ihnen umhören, ohne jetzt schon an was Konkretes zu denken. Aber keine falsche Scham, Herr Berger. Bei der Wissenschaft gibt keine falsche Scham, die war ganz überflüssig. Bis jetzt haben wir alle Kunden immer auf Beste zufriedengestellt, nur. Und zwar mit äußerster Diskretion. Mhm. Nicht wahr, Lilly? Sonst hätten wir den Laden doch schon längst dicht machen können. Ja, also hier bitte, damit Sie selber kennen, briefen. Hier ist mein Promotions...
Urkunde. Ich bin Doktor der theoretischen Medizin, wenn Sie erlauben, summa cum laude. No, war eine schöne Zeit, was? Ja, und Sie? Sie ist die Mutter, ich möchte sagen, die Seele von meinem bescheidenen Unternehmen. Sie ist jung, kerngesund, ja. Ja, das sehe ich. Aber warum betonen Sie das so? Also, Taro, immer langsam, bringst du schon wieder alles durcheinander. Der Herr, der will doch wissen, was du auf dem Kasten hast. Bei mir sieht das ja selber. Ach so, natürlich. Ja. Du hast recht, ja. Naja, bei mir ist öfter das Gehirn ist schneller als Zunge. Also, ich möchte Ihnen erst ein paar kleine Fragen stellen, wenn Sie gestatten, damit ich kann sehen, ob wir werden ins Geschäft kommen. Ja, bitte. Sie haben an eine bestimmte Person gedacht? Ach, ich weiß es noch nicht. Bitte, es ist ja absolut unverbindlich. Das versteht Sie. Sie meinen den Vorfahr? Ja, den Sie bei mir zu bestellen gekommen sind. Also, ehrlich gesagt, ich weiß noch. Na, also gut. Ja? Es geht um den Großvater meiner Frau. Väterlicherseits. Ja, genau. Hat denn Ihre Frau Gattin, bitteschön, den Herrn Großvater noch gekannt? Nein. Nicht gekannt? Aha. Ja, und können Sie sagen, wie ist er gestorben? Natürlicher Tod? Nein, Krebs oder Gatte. Krebs, sehr schön, sehr schön. Ach so, wir vermissen die Priorität. Das tut mir leid, aber wir sind ja ohne Krebs in der Hände gebunden. Ich kann nicht liefern, sozusagen. Wieso? Nein, ist er gestorben hier, in der Stadt? Ja. Lilly, sei doch so gittig. Hol die Liste, bitte. Ja? Ich mach schnell, ja. Und wie war denn der werte Name? Emmanuel Martin. Emmanuel Martin, Lilly, haben wir Emma-Zellen? Augenblick, ich sehe schon noch. Moment, Caro, Hamuhela, Phrase. Nee, finde ich nicht. Ah ja, doch, hier, Emma-Zellen, Emmanuel Martin. Ja, die sind da. Sehr gut. Können wir machen das Geschäft? Tut mir leid, aber ich verstehe überhaupt nicht. Nein, ich werde Ihnen, werd Ihnen erklären, wenn Sie erlauben. Sehen Sie, also, Krebsforschung, nicht? Ja. Muss für Ihre Arbeit menschliche Tumorzellen benötigen, um daran zu studieren. Was ist der Grund, dass aus normalen, kerngesunden Körperzellen wird kranke Krebszellen, nicht wahr? Nimmt man also rausoperierte Krebsgeschwulst, schneidet, ein paar Zellen davon ab, gibt sie in eine Nährlösung, ja? Und dort, sie können schön gut wachsen, weiterleben, auch wenn der Mensch ist schon lange gestorben an Krebs. Und die leben immer weiter. Wie nein? Die leben immer weiter. Ach so, natürlich. Ja, ich meine ja, das ist ganz nützlich für uns ist das nicht. Krebszellen bleiben so schön lange am Leben, während gesunde Zelle von Mensch hat nur bescheidenes Leben. Nur, Sie wissen, kann sich nicht so oft teilen, nicht? Eine natürliche Grenze, wenn Sie das so erlauben. Naja, und Krebszelle, wie gesagt, immer wuchert weiter. Ist heute noch Zellkultur vom Herrn Großvater im Labor vorhanden. Auf der Liste ist der Beweis, nicht wahr? Ja, und was sind denn diese Abkürzungen? Hela, Emma und so. Ach so. Nein, ich meine, das hat mal angefangen vor vielen Jahren in New York. Das war nur das Lilly. War 1951, natürlich, ja. Da gab es eine Frau, die hatte Krebs mit außergewöhnlich hervorragender Teilungsfreude. Die konnte man an den Zellen sehr gut studieren und so studiert man heute noch in der ganzen Welt. An den Zellen dieser Frau? Ja, die hat man in die ganze Welt gegeben, in viele Labors, nicht wahr? Und die Zellen sind jetzt schon die sonsovielste Generation. Aber die rühren immer noch her vom Krebs der Frau aus New York. Henrietta Lacks hieß sie, genau. Noch was. Macht aus den Anfangsbuchstaben H-E-L-A, nicht wahr, sagt man Hela-Zellen. Und da weiß jeder Forscher überall in der Welt, was gemeint ist. Hat er sie natürlich nämlich selber in seinem Labor immer noch. Natürlich später ist es geworden, reine Routinemaßnahme. Die Krebszellen von vielen Leuten aufheben, nicht wahr, und zu züchten in schöne Nährlösung. Und sie bekommen Bezeichnungen, genau wie Hela-Zellen. Ihr werter Herr Großvater hieß Emmanuel Martin, also M-M-A macht Emma streng nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Also was ist denn jetzt? Das Geschäft? Ich habe schließlich am meisten damit zu tun. Ach so, ja. Also kurz, ganz kurz und bindig. Sobald ich habe die Zellen, mache ich neuen Menschen daraus, nicht wahr? Oder den alten neu, also wie man möchte. So einfach geht es.
Ja, davon habe ich noch nie was gehört. Ja, sehen Sie, das nun wieder ist eine notwendige Folge, Gott sei Dank, von unserer Diskretion. Ja, richtig. Und einfach, ich meine, wenn Sie haben gemacht, meine kleine Erfindung, dann möchte es schon gar nicht mehr so schwierig sein. Noch eine Frage. Was genau haben Sie denn erfunden? Das werde ich Ihnen später auseinandersetzen. Erst müssen wir haben die Zellen. Das ist im Moment sowieso die größte Schwierigkeit, nämlich da ranzukommen. Ja. Früher, da hatten wir einen Kontaktmann in der Klinik, aber den haben Sie versetzt. Leider. Inzwischen, sicher. Haben Sie nicht vielleicht zufällig da irgendwelche Verbindungen? Ja. Ich weiß nicht. Na, das ist schwierig. Doch, ja, schwierig. Die Schwester meiner Frau, die arbeitet in der Klinik. Vielleicht ist da was zu machen. Aber, Herr Berger, bitte, bitte. Es muss diskret geschehen. Du müsstest also deine Schwester in der Klinik unter irgendeinem Vorwand besuchen und dann sehen, dass du an die Zellen rankommst. Tom. Willst du dir das Ganze nicht doch nochmal überlegen? Ich meine, das könnte doch sein, dass der uns nur reinlegen. Das glaube ich auf keinen Fall. Nein, außerdem, ganz ohne Risiko ist noch keiner ans große Geld gekommen. Naja, ich sage ja auch gar nichts gegen das Geld. Ganz im Gegenteil. Nur, das ist doch ein komischer Gedanke, wenn wir plötzlich den alten Emanuel hier hätten. Ist das dann ein Mensch von heute oder von damals? Also mich interessiert nur, dass er seine Erfindung zu Ende bringt und alles andere ist Nebensache. Ah, vielleicht ist er ja auch ganz nett. Siehst du, Katja, langsam gewöhnst du dich an die Sache. Du musst immer daran denken, dass wir reich werden können. Also in Gottes Namen, dann gehe ich halt morgen in die Klinik. Das ist aber nett, dass du mich mal in der Klinik besuchst. Du warst doch noch nie hier, nein? Ach, weißt du, ich war sowieso zur Untersuchung hier. Da dachte ich mir, sieh dir mal an, was die Vera hier so macht. Gute Idee. Ja, soll ich dich ein bisschen herumführen? Nur wenn ich kein Blut sehen muss. Naja, mache ich halt die unblutige Führung. Komm. Das hier ist die Entbindungsstation. Kaum noch was los, seit es das Gesetz gibt. Früher waren hier 6 Ärzte. Jetzt genügt ein einziger. Sag mal, du und Tom, wollt ihr eigentlich... Ich meine, wollt ihr immer noch kein Kind? Ach du, vielleicht doch. Wir sind gerade am Überlegen. So? Dabei wart ihr letztes Jahr nicht mal bereit, über das Thema zu reden. Ich gehe mal voraus. Warum soll man seine Meinung nicht ändern? Kommt ihr denn auch mit eurem Geld hin? Ein Essen mehr und so weiter. Och, irgendwie wird's schon gehen. So, jetzt sind wir im Allerheiligsten. Unsere experimentelle Abteilung. Hier versuchen wir, neue Therapiemethoden zu finden, damit die Leute noch länger leben. Sag mal, beschäftigt ihr euch eigentlich auch mit Krebs? Ja, sogar in erster Linie. Wir sind ja, aber das sagt ihr wahrscheinlich nichts. Jedenfalls sind wir die Ersten gewesen, die aus einer Krebszelle wieder eine gesunde Körperzelle machen konnten. Aber es gibt doch noch Krebs. Es gibt ihn noch, wenn du die Krankheit an sich meinst. Was wir hier gemacht haben, war nur... dass wir die einzelne Krebszelle, wenn du willst, den kleinsten Baustein einer Krebsgeschwulst, dass wir die Zelle im Labor repariert haben, bis sie wieder eine gesunde und nicht entartete Zelle ist. Leider ist damit Krebs noch lange nicht heilbar, verstehst du? Weil wir dafür die Reparatur der Zelle machen müssten, solange das Krebsgewebe noch im Körper des Kranken wächst. Und das hast ganz allein du herausgefunden? Ach, wo denkst du hin? Sowas geht doch nur im Team. Und das dauert Jahre. Wir hatten damals einen tüchtigen Mitarbeiter, so ein richtiger Tüftler. Der hat die Sache ziemlich vorangetrieben. Tja, der gute Tarowski, was aus dem wohl geworden ist? Wie hieß der? Tarowski. Warum so gut bekannt? Nein, nein, der Name kam mir irgendwie bekannt vor. Erzähl doch mal weiter, ja? Wusste gar nicht, dass du dich für medizinische Probleme so interessierst. Doch, bestimmt. Ich finde das alles sehr interessant. Na gut, dann komm mal hier rüber. Kommst du? Du darfst mal einen Blick in unser Archiv werfen. Siehst du, hier heben wir von jeder Krebsgeschwulst, die bei einer Operation entfernt wird oder bei einer Obduktion, jeweils eine Zellprobe auf. Ach du liebe Zeit, sind das viele. Wie findet man sich denn da zurecht? Ach, das ist nicht weiter schlimm, alphabetisch. Und dann nach den einzelnen Krebsarten geordnet. Warte mal, wollen wir mal sehen. Maler, Meier, Martin Adam. Hier, Martin Emanuel, Pankreaskarzinom. Unseren Großvater haben wir nämlich auch auf Lager. Natürlich nur einen winzigen Teil von ihm.
Die Kultur stammt allerdings noch von vor meiner Zeit. Sag mal, in einem dieser Fächer sind also Krebszellen von unserem Großvater? Und die leben noch? Die leben noch, obwohl er schon ewig tot ist. Wollen halt pfleglich behandelt werden. Komm, gehen wir weiter. Lesen Sie bitte den letzten Satz noch mal vor, Frau Walter. Nachdem ich mir auf diese Weise genaue Ortskenntnisse verschafft hatte, habe ich mir in einem unbewachten Augenblick das Gefäß sogenannte Emma-Zellen enthaltend angeeignet. Denn Ihre Schwester hat das nicht gemerkt? Soweit ich mich erinnere, nein. Sie musste nämlich ans Telefon. Aha. Rufen Sie Frau Naumann herein, bitte, Frau Walter. Ja? Frau Naumann, kommen Sie. Ihr Mann, Sie können hängen bleiben. Bitte hier den Stuhl. Danke. Guten Tag. Herr Quer. Guten Tag. Feine Verwandtschaft. Tom, jetzt ist da nichts mehr zu erinnern. Was noch war. Sie sind Frau Vera Naumann? Dr. Vera Naumann, ja. Ja. Sie wissen, warum ich Sie vorgeladen habe. Als ob Sie das nicht wüsste. Wann haben Sie eigentlich bemerkt, dass aus Ihrem Archiv Zellen fehlten? Erst vor kurzem. Nachdem ich Verdacht geschöpft hatte, dass mit dem Sohn meiner Schwester irgendetwas nicht stimmen kann. Wissen Sie, wir haben in der Klinik so viele Zellkulturen, da fällt einem das nicht so ohne weiteres auf. Aha, ja. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Angehörigen damit gemacht haben? Nur so eine Ahnung, mehr nicht. Mhm. Frau Walter, Sie brauchen jetzt erst mal nicht mehr mitzuschreiben. Dann mache ich das Protokoll fertig. Ich komme dann wieder. Ja, gut, gut, gut. Frau Naumann, der Schlüssel scheint mir in dem Verfahren zu liegen, das bei Ihnen in der Klinik entwickelt wurde. Sie meinen die Reparatur von Krebszellen? Ja, ja, das muss etwas mit Herrn und Frau Bergers Problem zu tun haben. Warum hat man denn niemals in der Öffentlichkeit darüber gehört? Sonst posaunen die Massenmedien doch schon viel kleinere Fortschritte heraus. Ja, wir wollten eben genau aus diesem Grund keine falschen Hoffnungen erwecken. Und die Zeit hat uns recht gegeben. Heilen können wir den Krebs ja immer noch nicht. Würden Sie das Verfahren allgemein verständlich erklären können? Das ist natürlich nicht leicht. Versuchen Sie es trotzdem. Na schön. Also, eine Krebszelle unterscheidet sich von einer gesunden Körperzelle dadurch, dass die Tumorzelle, man könnte sagen, ein unsoziales Lebewesen ist. Die gesunde, also die soziale Zelle, wächst in ihrem Gewebeverband unter einer gewissen Kontrolle. Aber wenn sie durch irgendein Ereignis unsozial geworden ist, schießt sie mit ihrem Wachstum übers Ziel hinaus. Sie passt nicht mehr zu den übrigen Organzellen. Ist das soweit klar? Durchaus. Nun gibt es verschiedene Theorien, warum das so ist. Warum die Krebszelle nicht mehr von den körpereigenen Wachstumshemmstoffen gesteuert wird. Vielleicht führt es zu weit, wenn ich Ihnen die Theorien zur Krebsentstehung im Einzelnen erkläre. Ja, bitte nur das Wesentliche. Kurz und gut. Wir sind davon ausgegangen, dass irgendeine Störung im genetischen Programm, sagen wir in der Erbinformation, der Erbmasse, vorliegt. Ja. Ja, und nun kommt's. Wir haben nach langem Probieren herausgefunden, dass man diese falsche Erbinformation in der Krebszelle reparieren kann. Sie wissen vielleicht noch aus der Schule, aus dem Biologieunterricht, dass die DNS, die Desoxyribonukleinsäure... Oh, jetzt ist das mal kompliziert. Ja, es ist gleich vorbei. Dass also die DNS Träger der genetischen Information ist in der Zelle. Dort muss der Fehler liegen bei einer unsozialen Krebszelle. Könnte man die Fehlerstelle nicht einfach abschneiden? Gut, hervorragend. Sie hätten Molekularbiologe werden können. In der Tat, an einer bestimmten Stelle kann man die DNS, man muss sich das als eine Art Strang vorstellen, regelrecht auseinanderschneiden. Dazu braucht man sogenannte Restriktorenzyme, und zwar ganz spezifische. Denn jedes dieser Enzyme schneidet die DNS an einer anderen Stelle. Man muss also das Richtige finden, aus Mikroorganismen isolieren und dann kann man wie mit dem Schweißbrenner arbeiten. Die falsche Erbinformation kommt weg und aus einer gesunden Zelle holt man sich mit demselben Verfahren die intakte Information, das intakte Gen. Aha, und das klebt man dann wahrscheinlich in die Lücke. Ja, so ähnlich. Man braucht dazu die Vertreter einer anderen Enzymgruppe. Das sind die sogenannten Ligasen. Und die bringen so etwas wie eine Schweißnaht an der Bruchstelle zustande. Damit ist die richtige Erbinformation wieder in die Zelle einprogrammiert. Ja, vermutlich die, dass die Zelle und ihre Nachkommen sich jetzt wieder sozial verhalten. Ja, genau so. Aha, ja. Ich bedanke mich für die Privatvorlesung, Frau Naumann. Irgendeinen Kommentar dazu, Herr Berger? Tja, es kommt mir alles sehr bekannt vor.
So ähnlich hat mir das Tarowski bei unserem zweiten Treffen auch beschrieben. Tarowski, natürlich. Und so, ich werde machen als Krebszelle von Ihrem Herrn Großvater gesunde Zelle. Ja, und wie weiter? Weiter, na bitte. Sehen Sie, in jeder Körperzelle sind komplette Erbinformationen für den ganzen Menschen vorhanden, nicht? Man muss jetzt nur Zelle von Großvater hier nehmen und verschmelzen mit einer Eizelle von einer beliebigen Menschen, der man hat den Zellkern entfernt. Also man würde sagen, Plasma von Eizelle und Körperzelle zusammen ergibt Vorfahren Großvater. Ja, und das ist Ihre Erfindung? Nein, nur teilweise, wenn Sie erlauben. Ich habe dazu einen sehr teuren Mikromanipulator, nur um bitte schön nicht zu vergessen, hier meine Lilly. Ja, aber die, ich meine, die klassische Art und Weise. Klassisch? Naja, wenn Mann und Frau, ja? wenn die zusammen... Ah, nein, ich meine, nein, das ist nicht mehr nötig. Nicht mehr nötig. Die Befruchtung von Eizelle ist überflüssig, weil wir ja den Vorfahren aus komplette Körperzelle herausnehmen, wo der Anteil von Vater und Anteil von Mutter schon enthalten ist. Aha. Befruchtung hat schon stattgefunden. Bei Urgroßvater und Urgroßmutter. Ja, aber sagen ganz Sie, klassisch. Da muss da irgendwie aus dieser Zelle jetzt noch der Mensch herauswachsen. Das ist richtig, gnädige Frau, und dafür ist ja Lilly da. Und? Wie? Lillys Gebärmutter. Na, bitteschön. Ja, ohne die bliebe nämlich die Zelle, was sie ist, nutzlos. Ach, wie bitte Sie sind? Die Geburtsretorte. Schockt Sie das? Er pflanzt mir die Zelle, die er wieder auf Vordermann gebracht hat, in die Gebärmutter ein. Und schon geht's los. Ja, aber wenn der Großvater dann am Ende Ähnlichkeit mit Ihnen hätte... Keine Bange, das ist noch nie passiert. Ich weiß zwar nicht, was Sie gegen mich haben, aber was wir Ihnen liefern, ist aufs Haar Ihr Großvater. Genauso, wie der alte Herr ausgesehen hat. Da gab's noch nie Reklamationen, was das betrifft. Ich würde aber nicht wetten wollen, ob man lieber bei Ihnen oder bei mir Fötus ist. Na, also Lilly, bitteschön, nimm dich zusammen. Also sie ist immer ein wenig heftig, wenn ihre Ehre auf dem Spiel steht. Sicher. Naja, ich bitte sehr um Entschuldigung. Sei gut, dir. Also wenn Sie gestatten, sie hat recht, die Lilly. Was wir werden liefern, der Herr Großvater, er wird mit Garantie, ich kann mich verbürgen, er hat selbe Haarfarbe, selbe Größe, Stimme, alles, was Sie wollen. Genau wie vormalige. Benutzen wir mit der Zelle die identische Erbanlage. Wir könnten nehmen, also welche Körperzelle wir möchten, ganz gleich, welches Organ oder welches Gewebe. Haben wir Zelle von Bauchspeicheldrüse? Gut. Erbanlage für ganzen Menschen ist in jeder von den vielen Körperzellen. Es ist nur so, dass im Leben größte Teil von Erbinformation von genetischem Material nicht gebraucht wird und nur so schlummert, so vor sich hin, nicht wahr? Leberzelle zum Beispiel braucht nicht aktive Erbinformation für die Haarfarbe. Nein, sie braucht nur was die Leber braucht. Nicht? Die Muskelzelle lässt Informationen über Augenfarbe, auch egal, nicht? Ganz ungenutzt, obwohl sie hat das alles in sich. Und bei unserem Verfahren mit Lilly wird aus der einen Zelle das komplette Erbprogramm ausgenutzt. Nicht? Naja, ich habe ja alles schon gesagt. Ja, was ist aber mit der Intelligenz? Ich bitte Sie. Wie ich sagte, Sie werden zufrieden sein. Aha. Ja, Katja, was meinst du? Das ist doch unsere Chance. Der Tarowski kennt sich aus, wie mir scheint. Naja, in Ordnung. Irgendwie muss es uns ja mal besser gehen. Gut, aber noch eine Kleinigkeit, wenn Sie erlauben. Sie müssen natürlich Schwangerschaft vortäuschen. Was? Ja, Sie müssen Standesamt informieren. Öffentlichkeit muss ja glauben, Sie hätten wirklich große Freude an Mutterschaft. Aber bekommen wir sonst Probleme mit Gesetz und natürlich umfassende Diskretion, das liegt ja, wenn ich so sagen darf, in beider Interessen. Klar? Haben wir dann gemeinsam mit unserer Unterschrift einen Vertrag über Lieferung eines Vorfahren eines gewissen Emanuel Martin abgeschlossen? Vertragspartner war... Ja, schon gut, Frau Walter. Sagen Sie, Frau Berger... Warum Sie den Großvater wiederhaben wollten, haben Sie das diesem Tarowski gesagt? Nein, das haben wir nicht und er hat sich auch niemals danach erkundigt. Vielleicht hat das auch den Preis zu sehr in die Höhe getrieben. Ich will ja nicht neugierig sein, aber es würde mich doch mal interessieren, was man für so einen Vorfahren heute anlegen muss. Dazu möchten wir nichts sagen. Nein. Vorgeladene verweigern Aussage über Kosten, nein, über Preis des Vorfahren. Ja. Und in der ganzen Zeit soll niemand gemerkt haben, dass Sie nicht wirklich schwanger waren. Ist
behandelt worden. Und dann diese vorgetäuschte Schwangerschaft. Ich habe mir eben Bücher gekauft, bin zur Mütterberatung gegangen, zur Schwangerschaftsgymnastik. Alles in diesem scheußlichen Umstandskleid. Sogar schlecht ist ihr geworden. Ja, am Ende habe ich selbst fast an meinen Zustand geglaubt. Hm, du hättest zum Theater gehen sollen. Danke dir. Ja, gut, gut. Lassen wir das. Wie ging's nun weiter? Ende August rief Tarowski noch einmal an, dass er durch einen Mittelsmann den Punkt standesamtlicher Anmeldung erledigt hätte. Und dass es morgen soweit sei. Das war der 1. September. Großvaters Geburtstag. Komm, gehst du? Ach Gott. Herr, du weißt doch, mein Zustand. Ach, das ist doch die pure Angabe. Also gut, ich gehe. Ach, Sie sind's. Ja, was bringen Sie uns denn damit? Sicher keinen Papagei. Den Großvater natürlich. Was haben Sie denn gedacht? Ja, was? Komm, mein Kleiner. Och, nicht schreien. Komm doch gleich zur Mama. Also, ich muss doch sehr bitten. Ich bin die Enkelin. Ihre Verwandtschaftsverhältnisse interessieren mich nicht die Bohne. Sie haben bestellt, wir haben geliefert. Damit sind wir quick. Oh, jetzt geht's los, ein Baby im Haus. So, hier haben Sie ihn. Und dabei interessiert uns eigentlich nur der erwachsene Großvater. Ja, das ist nun Ihr Problem. Mir genügt es, fremde Kinder auszutragen. Glauben Sie, das macht Spaß? Also viel Vergnügen. Ich gehe dann. Ja, warten Sie, ich bringe Sie zu dir. Ja, kommen Sie. Machen Sie das. So. Tom, da haben wir uns ja auf was Schönes eingelassen. Nur weil du schnell Geld machen wolltest. Da kommen wir schon auf. Bevor wirf, ist es jetzt zu spät. Ja, hast recht. Du, sag mal, braucht so ein Kind eigentlich auch Schutzimpfungen? Das weiß ich nicht. Aber vielleicht reicht es, wenn der Großvater geimpft wird. Ich meine, dass sich die Impfung so irgendwie in der Zelle erhalten hat. Also besser, du rufst deswegen mal den Tarowski an. Ah ja, gut, das kann ich mal machen. Habe ich denn die Nummer? Nummer. So, da ist kein Anschluss unter dieser Nummer. Was? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Der ist bestimmt schon über alle Mit unserem ganzen zusammengeborgten Geld. Ja, komm, da kann man jetzt auch nicht mehr dran ändern. Wir müssen es einfach drauf ankommen lassen. Das sind ja zum Glück nur 20 Jahre, bis er die Erfindung gemacht hat. Du hast vielleicht Nerven. Und vielleicht sogar ein paar Jahre mehr, das kann Wenn das sein. Wenn das überhaupt der Großvater ist. Du, das ist ja völlig verrückt. Ist es jetzt mein Sohn oder mein Großvater? Oder jemand ganz anderes? Wie sagen wir denn zu ihm? Weißt du, was ich sagen kann? Emanuel natürlich. Damit hätten wir, könnte man sagen, ein komplettes Geständnis. Aber ein paar Einzelheiten fehlen mir doch noch. Sagen Sie, ist das Ganze nicht eigentlich schon längst verjährt? Delikte dieser Art verjähren bei uns nicht. Außerdem, solange der Corpus Delicti noch am Leben ist... Haben Sie eigentlich nie Angst gehabt, dass Sie auffliegen könnten? Ach, das war nur in den ersten 2 Jahren so. Man hat sich auch dann daran gewöhnt und irgendwann wurde es richtig selbstverständlich für mich. Wenn mein Mann nicht gewesen wäre, der es kaum erwarten konnte, bis Emanuel zu experimentieren anfing. Hast du nicht auch darauf gewartet? Und Sie, Frau Naumann, haben Sie irgendwelche Beobachtungen gemacht? Tja, wissen Sie, ich war eigentlich lange Zeit nur verblüfft, wie unheimlich ähnlich der kleine Emanuel unserem Großvater gesehen hat. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Soweit man das nach Fotos beurteilen kann. Ich kann mich noch gut erinnern, als er ins Gymnasium kam, da hat er mir mal ein Bild von sich gegeben, so mit Schulmappe und so weiter. Ich habe es rein zufällig neben ein Bild vom Großvater gelegt, als der genauso alt war. Also ich hätte fast nicht sagen können, welches das alte und welches das neue Foto war. Ja, das stimmt. Die Haarfarbe war gleich. Und das kleine Muttermal auf der Stirn. Auch das mit den Augen. Aus Spaß habe ich immer Großvaters Brille gegeben. Er konnte damit genauso gut sehen wie mit seiner eigenen. Er ist ziemlich kurzsichtig. Und die Geheimratseltern kriegt er jetzt auch schon. Wie war das, Frau Naumann? Sind Sie deswegen auf Ihren Verdacht gekommen? Tja, also ehrlich gesagt nicht direkt, obwohl ich unbedingt etwas hätte merken müssen. Der Verdacht kam mir erst durch die komische Art, wie meine Schwester und ihr Mann den Jungen behandelten. Das mit der Ähnlichkeit und die fehlende Zellkultur. Tja, also ich möchte mal sagen, die sind mir eigentlich erst hinterher aufgefallen. Sozusagen aus Stütze, als Beweis für meine Vermutung. Obwohl Sie keine Ahnung hatten, wie Herr und Frau Berger zu dem Kind gekommen sein könnten. Wissen Sie, in der Medizin ist so vieles möglich.
Ich habe darüber weiter nicht nachgedacht. Ja, und warum dann die Anzeige? Tja, glauben Sie vielleicht, ich könnte zusehen, wie die das Geschäft ohne mich machen? Da wäre ich doch schön blöd. Schließlich ist das doch auch mein Großvater. Ja, ist aber unser Sohn. Ja, kompliziert, in der Tat. Aber nochmal zurück. Sie haben ihn also aufs Gymnasium geschickt. Ich nehme an, genau wie den Großvater. Dort ist er auch heute noch. Er ist leider ein paar Mal sitzen geblieben. Ja, ins Gymnasium. Und vorher natürlich in den Kindergarten. Die Grundschule. Möglichst so, wie wir das vom Großvater gehört hatten. Es sollte eben alles möglichst genauso sein. Aber wie es im Augenblick aussieht, ist irgendein Haken dabei. Fast so, als ob der Tarowski uns doch noch reingelegt hätte. Ein Haken? Ja. Er spielt nämlich Geige. Jetzt fängt er schon wieder mit der Fiedelei an. Ging schon den ganzen Tag so. Ja, ist nur dieser verdammte Musiklehrer dann schuld. Ach, Tom, lass ihn doch. Wenn es ihm Spaß macht. Physik und Chemie soll er lernen. Dafür haben wir ihn so lange durchgefüttert. Komm, sei nicht ungerecht. Er versucht doch dauernd, dir diesen Gefallen zu tun. Du hör mal, dein Großvater hat mit 20 schon studiert. Und er war ein Ass in Naturwissenschaften. Weißt du, was unser Kunstprodukt mir neulich weismachen wollte? Erdöl sei flüssiges Gestein. Vielleicht ist er ein Spätentwickler. Das ist ein Quatsch. Der alte Emanuel war das auch nicht. Emanuel, kommst du mal? Fass ihn nicht zu hart, Anton. Ich werde mich hüten. Hast du gerufen, Vater? Ja, mein Sohn. Ich habe dir was mitgebracht. Ist doch noch gar kein Geburtstag? Bist du befördert worden? Nein, eigentlich nur so. Man kann dir doch auch mal so eine Freude machen, oder nicht? Passiert aber ziemlich oft in letzter Zeit. Was ist es denn? Du musst es auspacken. Gib es mal rüber. Ja. Was ist denn das? Ja, das sind noch mehr. Emanuel, das ist ein Bunsenbrenner. Ja, und das sind Glaskolben für deine Experimente. Was denn für Experimente? Ja, mein Vater meint, weil du Physik und Chemie letztes Jahr abgewählt hast. Na, und dafür mache ich Musik und Latein. Ja, das ist aber ein bisschen einseitig. Findest du nicht? Heutzutage wird doch alles von den Naturwissenschaften beherrscht. Da musst du mitreden können. Ja, du vielleicht. Mich lässt das kalt. Interessiert mich nicht im Geringsten. Ach komm, du könntest Vater doch wenigstens den Gefallen tun. Schau doch mal die teure Ausrüstung. Ja, bei euch dreht sich alles nur ums Geld. Ihr scheint nichts anderes im Kopf zu haben. Jetzt hörst du mir mal ganz genau zu. Die Sachen haben Geld gekostet. Und du gehst jetzt damit in dein Zimmer und beschäftigst dich mit ihnen. Später wirst du mir nochmal dankbar sein. Später, später. Aber auf eure Verantwortung. Tom, ob wir nicht doch die Wahrheit sagen sollen? Kommt gar nicht in Frage. Da fühlt er sich noch mehr unter Druck gesetzt und es passiert überhaupt nichts. Vielleicht hätten wir uns damals lieber gründlicher erkundigen sollen über Tarowski und so weiter. Ja, das hat schon seine Richtigkeit. Das siehst du doch selbst. Er ist der Vorfahr. Du, Moment mal. Warst du still plötzlich? Er spielt gar nicht. Ah, endlich. Der ist auf dem richtigen Weg. Um Gottes Willen, was da passiert? Bist du verletzt, Emanuel? Mit mir ist alles in Ordnung, aber du wirst einen neuen Vorhang besorgen müssen. Ja, wieso hast du denn nicht die Beschreibung gelesen? Nö, ich habe experimentiert, wie du es gewollt hast. Ja, und? Na, in der einen Flasche scheint Benzin drin gewesen zu sein. Ja, natürlich Benzin. Du, sag mal, fällt dir dabei denn gar nichts ein? Nö, nicht, dass ich wüsste. Es ist hoffnungslos. Ja, wieso denn? Sollte mir denn was einfallen? Warst du heute in der Schule? Ja, heute Nachmittag. Ja, und? Na, der Chemielehrer lehnt jede Verantwortung für ihn ab. Mhm. Du, ich habe den Eindruck, von dem kriegen wir keine Unterstützung. Hast du denn mit dem Musiklehrer geredet? Tja, weißt du, ich habe ihm gesagt, dass wir uns Sorgen machen. Er würde ihn zu einseitig engagieren und ob er diese Musikliebhaberei nicht ein bisschen bremsen könnte. Aber der hat mir eiskalt zur Antwort gegeben, das sei nicht seine Sache. Emanuel sei schließlich erwachsen, er könne selbst entscheiden, was er macht. Und außerdem hat er Talent. Sein bester Schüler seit langem. Was willst du denn da machen? Ach, das ist so ein Jammern, dieser verflixte Musikunterricht. Der wirft ihn regelrecht aus der Bahn. Sag mal, was hast du denn erlebt? Ach, das Hornberger Schießen. Ach du... Zuerst habe ich mit ihm die Motorenwerke besichtigt. Dann sind wir noch in die Raffinerie gefahren. Da sind wir 2 Stunden rumgelaufen. Und der hat die ganze Zeit
kein einziges Wort geredet. Sie ist einfach so hinter mir hergetrottet. Aber wirklich, da war nichts, aus dem man hätte sehen können, ihn interessiert auch nur die kleinste Kleinigkeit. Ich nur wüsste, was wir noch machen sollen. Aber wo ist er denn jetzt? Er kauft sich Noten. Das war auch ungefähr das Einzige, was er so den ganzen Tag über von sich gegeben hat. Du, jetzt wird's aber höchste Zeit. Allmählich sollte er schon anfangen. Sollte? Der muss. Er muss um jeden Preis. Bis hier oben stecken wir in Schulden. Tja. Und wenn nicht die Aussicht auf die Millionen bestünde, aus seiner Erfindung, könnte man sich glatt den nächsten Baum suchen. Ich habe heute nach der Schule Vera in der Stadt getroffen. Und was hat denn das damit zu tun? Naja, ich dachte mir, vielleicht ist das nur eine fixe Idee von uns. Vielleicht hat er diese Brennstoffrückgewinnung erst ganz kurz vor seinem Tod in Angriff genommen, der alte Großvater. Und wir warten viel zu früh. Da habe ich Vera halt gefragt, ob sie da noch was weiß. Aber sie meinte dasselbe, was wir auch annehmen. Das finde ich aber nicht so glücklich, wenn du deine Schwester damit reinziehst. Ich kenne die doch. Wenn die Geld wittert, dann ist sie doch zu allem fähig. Am Ende müssen wir noch teilen mit dir. Also du Unschuldslämmer sind wir in dieser Beziehung nun auch nicht gerade. Naja, aber ich... Im Übrigen kann ich mir kaum vorstellen, dass sie Verdacht geschöpft hat. Im Gegenteil, du. Sie hat mir richtig ausführlich erklärt, um was es bei der Erfindung ging. Du, stell dir vor, sie wusste sogar ganz genau, dass Großvaters Gerät, wenn man es in einen Motor einbaut, über 70% des verbrauchten Benzins wieder aufbereitet hätte. Zu neuem Benzin. Na, woher sie das wohl so genau weiß? Du, sie hat ja nach Großvaters Tod den Nachlass geordnet. Aha. Ich komme richtig ins Träumen. Über 70% Benzin ein zweites Mal in den Motor geben. Damit könntest du mit einer Tankfüllung rund um die Erde fliegen. Von Hamburg, wer weiß, wie weit in den Süden fahren. Und wir haben die Alleinrechte. Das Patent. Wir sitzen nur noch da und zählen die Einnahmen. Was glaubst du, wie man uns den Apparat aus der Hand reißen will? Tja, noch ist es aber nicht so weit, wie du hörst. Schon zu Hause, Tom? War gar nicht weg. Und deine Arbeit? Hat mir freigenommen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn er dein Großvater ist, dann muss der Knoten in diesen Tagen platzen. Und er ist es. Trotz allem. Aber dass du jetzt gleich dein Büro im Stich lässt. Bald haben wir unser eigenes Büro. Ja, warum sitzt du hier und er spielt nebenan? Hoffst du auf den Heiligen Geist? Ich habe ihm gesagt, er sollte eine Weile üben und... Dann wollte ich mich mit ihm unterhalten. Na, dann mal los. Du, ich glaube, ich verschwinde lieber. Ja, ist vielleicht auch besser. Emanuel? Ja? Kommst du mal her? Meinetwegen. Du, was hältst du von einem kleinen Spaziergang? Na, wenn es unbedingt sein muss... Was fällt dir ein beim Wort Physik? Na ja, Schwingungen zum Beispiel, Obertöne, Halbtöne, Frequenzen und so. Ja, und was fällt dir ein bei Auto? Hast du einen Schnellkurs in Tiefenpsychologie gemacht? Komm, tu mir den Gefallen. Was mir bei Auto einfällt? Ja, Benzin. Benzin, ja, ausgezeichnet. Und was noch? Abgase, Qualen, Lärm, Unfälle. Ja, schon gut. Bleiben wir mal bei Benzin. Was könnte man mit Benzin alles machen? Na, Flecken entfernen zum Beispiel. Ja, das auch, aber was noch? Fliegen, fahren, schwimmen. Und, dazu braucht man? Motoren. Ja, ausgezeichnet. Und woran denkst du, sagen wir mal, bei Benzin und Motor? Na, du stellst vielleicht Fragen, was man vergisst zu tanken. Was man vergisst zu tanken, ja. Und was ist dann? Dann bleibt der Motor stehen. Ja. Was machst du dann? Und dann tanke ich, was denn sonst? Ja, das ist eine Möglichkeit. Wenn nun aber nichts mehr da wäre zum Tanken, das sagen wir mal nur noch wenig, was tust du dann? Und zu Fuß gehen. Ja, aber fällt dir nicht noch was ein? Nee, keine Ahnung. Komm, erinnere dich doch mal. Nein, was denn um Himmels Willen? Das Gerät. Weißt du denn nicht mehr? Das Gerät. Treibstoffrückgewinnung.
Treibstoffrückgewinnung noch nie gehört. Doch, Emanuel, du musst es wissen. Du musst dich erinnern. Es ist lebenswichtig. Verdammt doch mal, was soll denn der Zirkus vom Fasesten du da überhaupt? An was zum Teufel soll ich mich erinnern? An dein früheres Leben. Weißt du, deine Erfindung. Nun komm schon, Junge, mach mir die Freude. Wir verdienen viel Geld, weißt du? Denk nach. Du bist völlig übergeschnappt, ich gehe nach Hause. Emanuel Martin, ihre große Erfindung. Ihrer Enkelin zuliebe, denken Sie nach. Erfinden Sie doch endlich. Ich glaube, ich hole lieber einen Arzt zu, was Ihres. Was sagst du? Verschwinde doch, du Niete. Glatte Fehlinvestition. Ja, wird das Beste sein, wenn ich von euch abhau. Damit ich endlich Ruhe habe für meine Musik. Musik, immer nur Musik. Physik. Dafür haben wir dich angeschafft. Ach, sieh an. Mein Neffe Emanuel. Mit Geige und Koffer? Willst du dem Patienten was vorspielen? Nö. Ich bin abgehauen von zu Hause. Ach so? Warum das denn? Bist du wieder mal sitzen geblieben? Nö, es ist was anderes. Sag mal, müssen wir hier auf dem Gang stehen? Oh, entschuldige. Komm, wir gehen in mein Zimmer. Okay. So, hier stört uns niemand. Kommst du? Also ich bin ja eigentlich nur hergekommen, weil ich dich bitten wollte, mal nach Vater zu sehen. Oder dass du einen deiner Kollegen hinschickst. Ich glaube, dem ist eine Sicherung durchgebrannt. Sag mal, könntest du das ein bisschen präziser ausdrücken? Das kann alles und nichts bedeuten, medizinisch gesehen, verstehst du? Naja, ich meine, ich habe das Gefühl, er ist nicht ganz richtig im Kopf. Verrückt einfach. Ach, und wie ist der Herr Neffe zu dieser Diagnose gekommen? Das gibt es schon eine ganze Weile so, auch Mutter übrigens. Die scheinen irgendwas von mir zu erwarten, was ich gemacht habe, die Musik und so. Das hat ihnen gar nicht gepasst. Na ja, nun ist unsere Familie seit jeher ausgesprochen unmusikalisch. Nö, das war es nicht. Sie wollten um jeden Preis, dass ich mich für Physik und Chemie interessiere. Ist absolut nicht mein Fall. Haben mir Bücher haufenweise hingelegt, der Verbrennungsmotor im Wandel der Zeiten bis zu Perpetuum mobile, Chance oder Utopie oder Energiesparen für die Zukunft. Ja, eine faszinierende Lektüre. Aber du warst doch in der Schule in diesen Fächern nie so ganz sattelfest. Na eben. Aber heute Nachmittag war der Gipfel. Vater war dermaßen überdreht, andauernd hat er gemeint, ich müsste was erfinden. Dann hat er sogar noch Sie zu mir gesagt und Emanuel Martin. Ich bin doch nicht mein eigener Urgroßvater. Hat nicht mal mehr gewusst, dass ich sein Sohn bin und Berger heiße. Sollte sich wirklich mal um ihn kümmern. Mhm. Und du? Weiß noch nicht. Erst mal ein bisschen rumgondeln. Fahr so weit du kannst. Ich wünsche dir Glück. Also dann. Da dürfen Sie sich doch wohl verrechnet haben. Hätten mich glatt um meinen Anteil gebracht. Na, wartet. Nachdem ich durch die Einlassung meines Neffen Emanuel Berger einen Verdacht geschöpft hatte, überprüfte ich die Zellkulturen der Klinik und musste das Fehlen einer Kultur Emma-Zellen enthaltend feststellen. Damit stand für mich zweifelsfrei fest, dass hier ein Verstoß gegen § 7 Bevölkerungskontrollgesetz vorliegen musste, weshalb ich bei der zuständigen Behörde Anzeige erstattete. Ja, unterschreiben Sie das? Ja, hier bitte. Ja, das kommt hin. Danke. Oh, wenn der heimkommt. Der kommt bestimmt nicht mehr wieder. Der lebt jetzt sein eigenes Leben. Sein eigenes Leben? Hat er das eigentlich? Wir werden uns darum kümmern. Also jetzt habe ich völlig den Faden verloren, wie die Verwandtschaftsverhältnisse tatsächlich aussehen. Ja, schon gut, Frau Walter. Sie haben vorhin gesagt, Frau Dr. Naumann, Sie hätten die Anzeige gemacht, weil Sie sich übergangen fühlten. Ich meine finanziell. Ja, ja, in gewisser Weise schon. Ich meine, ich hätte sowieso nie mitgemacht bei der ganzen Sache. Nicht zuletzt aus moralischen Gründen. Also ich darf bitten, ja? Aber es hat mich einfach geärgert, wie dumm dreist die Bergers hier sich das ausgedacht haben. Also ich will mal sagen, Familienwerte auf die Seite zu schaffen, na das habt ihr doch. Und dann,
Natürlich musste ich auch als Arzt die Dinge ablehnen. Das glaubt wird selig. Ja, als Ärztin müssten Sie aber auch dem Bergers erklären können, wo der Fehler lag. Also der entscheidende Fehler, der Ihre ganzen Investitionen zunichte gemacht hat. Ja, bestimmt. Tarowski hat uns reingelegt. Von wegen. Tarowski hat euch nicht reingelegt. Er hat euch ein Ebenbild des Großvaters geliefert, wie es vereinbart war. Und eigentlich möge sich nun endlich mit Brennstoffrückgewinnung beschäftigen. Dann hätten wir... Ja, ja, vielleicht hättet ihr sogar eine Chance gehabt, euer Ziel zu erreichen. Wenn ihr ihn von Anfang an als euren Sohn behandelt hättet. Ja, das sagst du so. Wo man doch immer im Hintergrund hatte, dass es eigentlich der Großvater ist. Naja, das ist nicht mein Problem. Jedenfalls ist euch das Naturgesetz in die Quere gekommen, nämlich, dass die Umwelt einen Menschen mindestens genauso prägt wie seine Erbanlagen. Tja, und wenn er jetzt irgendwo unterwegs ist und er bekommt seinen Krebs? Hm, das glaube ich nicht, dass das passiert. Auch Krebs wird so gut wie nicht vererbt. Dann hätten wir ja noch eine Menge Zeit gehabt. Und ich war immer der Meinung, Emanuel würde nicht älter werden als der Großvater damals. Da hätten wir ihn ja gar nicht so drängen müssen. In der Sendereihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks betreut wird, brachten wir das Originalspiel Ein Vorfahr auf Bestellung von Jörg Tröger. Die Rollen und ihre Sprecher waren Schaller, Joachim Bliese, Emanuel, Herbert Ecker, Frau Walter, Johanna Bucher, Katja, Heta Mantschew, Tom, Helmut Wüstmann, Vera, Gabriela Badura, Lili, Gudrun Geier, Tarowski, Hans-Helmut Dicko. Ton und Schnitt, Bernd Lossen und Andrea Mamitsch. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Tut mir leid, aber ich verstehe überhaupt nicht. Nein, ich werde Ihnen, werd Ihnen erklären, wenn Sie erlauben. Sehen Sie, also, Krebsforschung, nicht? Ja. Muss für Ihre Arbeit menschliche Tumorzellen benötigen, um daran zu studieren. Was ist der Grund, dass aus normalen, kerngesunden Körperzellen wird kranke Krebszellen, nicht wahr? Nimmt man also rausoperierte Krebsgeschwulst, schneidet, ein paar Zellen davon ab, gibt sie in eine Nährlösung, ja? Und dort, sie können schön gut wachsen, weiterleben, auch wenn der Mensch ist schon lange gestorben an Krebs. Und die leben immer weiter. Wie nein? Die leben immer weiter. Ja, ach so, natürlich. Ja, ich meine ja, das ist ganz nützlich für uns ist das nicht. Krebszellen bleiben so schön lange am Leben, während gesunde Zelle von Mensch hat nur bescheidenes Leben. Nur, Sie wissen, kann sich nicht so oft teilen, nicht? Eine natürliche Grenze, wenn Sie das so erlauben. Naja, und Krebszelle, wie gesagt, immer wuchert weiter. Ich halte noch Zellkultur vom Herrn Großvater im Labor vorhanden. Auf der Liste ist der Beweis, ja, nicht wahr? Ja, und was sind denn diese Abkürzungen? Hela, Emma und so. Ach so. Nein, ich meine, das hat mal angefangen vor vielen Jahren in New York. Das war nur Lilly. 51, natürlich, ja. Da gab es eine Frau, die hatte Krebs mit außergewöhnlich hervorragender Teilungsfreude. Die konnte man an den Zellen also sehr gut studieren und so studiert man heute noch in der ganzen Welt. An den Zellen dieser Frau? Ja, ja, die hat man in die ganze Welt gegeben, in viele Labors, nicht wahr, und die Zellen sind jetzt schon die sonsovielste Generation. Aber die rühren immer noch her vom Krebs der Frau aus New York. Henrietta Lacks hieß sie, genau. Noch was. Macht aus den Anfangsbuchstaben H-E-L-A, nicht wahr, sagt man Hela-Zellen. Und da weiß jeder Forscher überall in der Welt, was gemeint ist. Hat er sie natürlich nämlich selber in seinem Labor, immer noch natürlich. Später ist es geworden, reine Routinemaßnahme. Die Krebszellen von vielen Leuten aufheben, nicht wahr, und zu züchten, in schöne Nährlösung. Und sie bekommen Bezeichnung, genau wie Hela-Zellen, ihr Wetter, Herr Großvater hieß Emanuel Martin, also, nee, MMA macht Emma streng nach wissenschaftlicher Gesichtspunkte. Also was ist denn jetzt? Machen was wir ist? Das Geschäft? Ich habe schließlich am meisten damit zu tun. Ach so, ja, also kurz, ganz kurz und bindig, sobald ich habe die Zellen, mache ich neuen Menschen daraus, nicht wahr? Oder den alten neu, also wie man möchte. So,
So einfach geht es. Davon habe ich noch nie was gehört. Ja, sehen Sie, das nun wieder ist eine notwendige Folge, Gott sei Dank, von unserer Diskretion. Nicht wahr? Und einfach, ich meine, wenn Sie haben gemacht, meine kleine Erfindung, dann möchte es schon gar nicht mehr so schwierig sein. Noch eine Frage. Was genau haben Sie denn erfunden? Das werde ich Ihnen später auseinandersetzen. Erst müssen wir haben die Zählen. Das ist im Moment sowieso die größte Schwierigkeit, nämlich da ranzukommen. Das siehst du doch selbst. Er ist der Vorfahr. Du, Moment mal. Heißt du still plötzlich? Er spielt gar nicht. Ah, endlich. Der ist auf dem richtigen Weg. Um Gottes Willen, was da passiert? Bist du verletzt, Emanuel? Mit mir ist alles in Ordnung, aber du wirst einen neuen Vorhang besorgen müssen. Ja, wieso hast du denn nicht die Beschreibung gelesen? Nö, ich habe experimentiert, wie du es gewollt hast. Ja, und? Na, in der einen Flasche scheint Benzin drin gewesen zu sein. Ja, natürlich Benzin. Du, sag mal, fällt dir dabei denn gar nichts ein? Nö, nicht, dass ich wüsste. Es ist hoffnungslos. Ja, wieso denn? Sollte mir denn was einfallen? Warst du heute in der Schule? Ja, heute Nachmittag. Ja, und? Na, der Chemielehrer lehnt jede Verantwortung für ihn ab. Du, ich habe den Eindruck, von dem kriegen wir keine Unterstützung. Hast du denn mit dem Musiklehrer geredet? Tja, weißt du, ich habe ihm gesagt, dass wir uns Sorgen machen. Er würde ihn zu einseitig engagieren und ob er diese Musikliebhaberei nicht ein bisschen bremsen könnte. Aber der hat mir eiskalt zur Antwort gegeben, das sei nicht seine Sache. Emanuel sei schließlich erwachsen, er könne selbst entscheiden, was er macht. Und außerdem hat er Talent. Hm. Sein bester Schüler seit langem. Was willst du denn da machen? Ach, das ist so ein Jammern, dieser verflixte Musikunterricht. Der wirft ihn regelrecht aus der Bahn. Sag mal, was hast du denn erlebt? Ach, das Hornberger Schießen. Ach du. Zuerst habe ich mit ihm die Motorenwerke besichtigt. Dann sind wir noch in die Raffinerie gefahren. Da sind wir 2 Stunden rumgelaufen. Und der hat die ganze Zeit kein einziges Wort geredet. Der ist einfach so hinter mir hergetrottet. Aber wirklich, da war nichts, aus dem man hätte sehen können, ihn interessiert auch nur die kleinste Kleinigkeit. Ich nur wüsste, was wir noch machen sollen. Sag mal, wo ist er denn jetzt? Ja, der kauft sich Noten. Das war auch ungefähr das Einzige, was er so den ganzen Tag über von sich gegeben hat. Jetzt wird es aber höchste Zeit. Allmählich sollte er schon anfangen. Sollte? Der muss. Er muss um jeden Preis. Bis hier oben stecken wir in Schulden. Tja. Und wenn nicht die Aussicht auf die Millionen bestünde, seine Erfindung, könnte man sich glatt den nächsten Baum suchen. Ich habe heute nach der Schule Vera in der Stadt getroffen. Und was hat denn das damit zu tun? Naja, ich dachte mir, vielleicht ist das nur eine fixe Idee von uns. Vielleicht hat er diese Brennstoffrückgewinnung erst ganz kurz vor seinem Tod in Angriff genommen, der alte Großvater. Und wir warten viel zu früh. Da habe ich Vera halt gefragt, ob sie da noch was weiß. Aber sie meinte dasselbe, was wir auch annehmen. Das finde ich aber nicht so glücklich, wenn du deine Schwester damit reinziehst. Ich kenne die doch. Wenn die Geld wittert, dann ist sie doch zu allem fähig. Am Ende müssen wir noch teilen mit dir. Also du Unschuldslämmer sind wir in dieser Beziehung nun auch nicht gerade. Naja, aber ich... Übrigen kann ich mir kaum vorstellen, dass sie Verdacht geschöpft hat. Im Gegenteil, du. Sie hat mir richtig ausführlich erklärt, um was es bei der Erfindung ging. Du, stell dir vor, sie wusste sogar ganz genau, dass Großvaters Gerät, wenn man es in einen Motor einbaut, über 70... Ja, warten. Was ich gemacht habe, die Musik und so, das hat ihnen gar nicht gepasst. Na ja, nun ist unsere Familie seit jeher ausgesprochen unmusikalisch. Nö, das war es nicht. Sie wollten um jeden Preis, dass ich mich für Physik und Chemie interessiere. Ist absolut nicht mein Fall. Haben mir Bücher haufenweise hingelegt, der Verbrennungsmotor im Wandel der Zeiten bis zu Perpetuum mobile, Chance oder Utopie oder Energiesparen für die Zukunft. Ja, eine faszinierende Lektüre. Aber du warst doch in der Schule in diesen Fächern nie so ganz sattelfest. Na eben. Aber heute Nachmittag war der Gipfel. Vater war dermaßen überdreht, andauernd hat er gemeint, ich müsste was erfinden. Dann hat er sogar noch sie zu mir gesagt und Emanuel Martin. Ich bin doch nicht mein eigener Urgroßvater. Hat nicht mal mehr gewusst, dass ich sein Sohn bin und Berger heiße. Sollte sich wirklich mal um ihn kümmern. Mhm. Und du? Weiß noch nicht. Erst mal ein bisschen rumgondeln. Fahr so weit du kannst. Ich wünsche dir Glück. Also dann. Da dürfen sie sich doch wohl verrechnet haben. Hätten mich glatt um meinen Anteil gebracht. Na, wartet. Nachdem ich
durch die Einlassung meines Neffen Emanuel Berger einen Verdacht geschöpft hat, überprüfte ich die Zellkulturen der Klinik und musste das Fehlen einer Kultur Emma-Zellen enthaltend feststellen. Damit stand für mich zweifelsfrei fest, dass hier ein Verstoß gegen § 7 Bevölkerungskontrollgesetz vorliegen musste, weshalb ich bei der zuständigen Behörde Anzeige erstattete. Ja, unterschreiben Sie das? Hier, okay. Bitte. Ja. Ja, das kommt hin. Danke. Oh, wenn der heimkommt. Der kommt bestimmt nicht mehr wieder. Der lebt jetzt sein eigenes Leben. Sein eigenes Leben? Hat er das eigentlich? Wir werden uns darum kümmern. Also jetzt habe ich völlig den Faden verloren, wie die Verwandtschaftsverhältnisse tatsächlich aussehen. Ja, schon gut, Frau Walter. Sie haben vorhin gesagt, Frau Dr. Naumann, Sie hätten die Anzeige gemacht, weil Sie sich übergangen fühlten. Ich meine finanziell. Ja, ja, in gewisser Weise schon. Ich meine, ich hätte sowieso nie mitgemacht bei der ganzen Sache, nicht zuletzt aus moralischen Gründen. Ich glaube selber nicht. Also ich darf bitten, ja? Aber es hat mich einfach geärgert, wie dumm dreist die Bergers hier sich das ausgedacht haben. Also ich will mal sagen, Familienwerte auf die Seite zu schaffen, na das habt ihr doch. Und dann, natürlich musste ich auch als Arzt die Dinge ablehnen. Das glaubt jetzt sie nicht. Ja, als Ärztin müssten Sie aber auch den Bergers erklären können, wo der Fehler lag. Also der entscheidende Fehler, der Ihre ganzen Investitionen zunichte gemacht hat. Ja, bestimmt. Tarowski hat uns reingelegt. Von wegen. Tarowski hat euch nicht reingelegt. Er hat euch ein Ebenbild des Großvaters geliefert, wie es vereinbart war. Und eigentlich gebührt sich nur. Hallo, Lilly. Ich bringe Kundschaft mit. Das ist bitte meine Assistentin. Wenn Sie gestatten, Lilly Kellenbach, sehr eine äußerst wichtige Kraft. Guten Abend, Taro. Also dann bitte hier herein. Wenn Sie bitte mitkommen wollen. So, hier herein. Und wenn Sie bitte hier Platz nehmen wollen, bitte. Ja, danke. So, so schön, ja. So, so. Bitte. Danke. Ja. Ja, also. Was? Bitte, ja, sei still. Natürlich, natürlich. Bitte nicht. Womit also kann ich Ihnen dienen? Ja, wissen Sie, Sie haben mich ja regelrecht überrumpelt. Was? Da ist nämlich so, ich wollte mich eigentlich erstmal bei Ihnen umhören, ohne jetzt schon an was Konkretes zu denken. Aber keine falsche Scham, Herr Berger. Bei der Wissenschaft gibt keine falsche Scham, die war ganz überflüssig. Bis jetzt haben wir alle Kunden immer auf Beste zufriedengestellt, no. Und zwar mit äußerster Diskretion. Mhm. Nicht wahr, Lilly? Sonst hätten wir den Laden doch schon längst dicht machen können. Ja, also hier bitte, damit Sie selber kennen, Briefen. Hier ist mein Promotionsurkunde. Ich bin Doktor der theoretischen Medizin, wenn Sie erlauben, summa cum laude. No, war eine schöne Zeit, was? Ja, und Sie? Sie ist die Mutter, ich möchte sagen, die Seele von meinem bescheidenen Unternehmen. Sie ist jung, kerngesund. Ja, ja, das sehe ich. Aber warum betonen Sie das so? Also, Taro, immer langsam, bringst du schon wieder alles durcheinander. Der Herr, der will doch wissen, was du auf dem Kasten hast. Bei mir sieht das ja selber. Ach so, natürlich. Ja. Du hast recht, ja. Naja, bei mir ist öfter das Gehirn ist schneller als Zunge. Also, ich möchte Ihnen erst ein paar kleine Fragen stellen, wenn Sie gestatten, damit ich kann sehen, ob wir werden ins Geschäft kommen. Ja, bitte. Sie haben an eine bestimmte Person gedacht? Ach, ich weiß noch nicht. Bitte, es ist ja absolut unverbindlich. Das versteht Sie. Sie meinen den Vorfahr? Ja, den Sie bei mir zu bestellen gekommen sind. Also, ehrlich gesagt, ich weiß noch. Na, also gut. Ja? Es geht um den Großvater meiner Frau. Väterlicherseits. Ja, genau. Hat denn Ihre Frau Gattin, bitteschön, den Herrn Großvater noch gekannt? Nein. Nicht gekannt? Aha. Ja, und können Sie sagen, wie ist er gestorben? Natürlicher Tod? Nein, Krebs soll er gehabt haben. Krebs, sehr schön, sehr schön. Aber hören Sie mal. Ach, Sie vermissen die Pietät. Das tut mir leid, aber wir sind ja ohne Krebs in der Hände gebunden. Ich kann nicht liefern, sozusagen. Wieso? Nein, ist er gestorben hier, in der Stadt? Ja. Lilly, sei doch so gittig. Hol die Liste. Wie Sie damals zu diesem merkwürdigen Kind gekommen sind. Ach, Moment noch. Die Aussage verweigern Sie nicht? Nein. Nein, bring was hinter uns. Ja. Haben Sie das, Frau Walter? Vorgeladene sind belehrt worden und zur Aussage bereit. Also, bitte. Tja, das ist jetzt fast 23 Jahre her. Ich war in die Stadt gefahren zum Einkaufen und wartete auf den Bus.
Ziemlich spät, glaube ich, was geworden, so 7 Uhr abends. Sie haben keinen Wagen? Nein, damals hatten wir keinen. Aber heute schon gar nicht. Es ging uns finanziell ziemlich übel. Ziemlich viel Schulden und so weiter und so weiter. Also der Bus kam und kam nicht. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir angeben, bitte, genaue Uhrzeit? Wie spät ist es? Ja. Nur so kurz vor 7, glaube ich. Danke sehr. Warten Sie auch auf den Bus? Sie haben gemacht Einkäufe. Ja, Kleinigkeiten, was man so braucht. Wird alles so teuer, so preislich gesehen. Ja, nicht wahr? Eine Katastrophe für den kleinen Mann. Na, da können Sie recht haben. Gestatten Sie, ich möchte mich doch vorstellen. Darowski ist mein Name. Ich bin Wissenschaftler, wenn Sie erlauben. Na, ist auch kein leichtes Brot heutzutage. Was machen Sie denn? Verzeihung, haben Sie Kinder? Nicht mal das eine, was erlaubt ist. Warum fragen Sie? Nun, stellen Sie sich vor, meine Wissenschaft hat zu tun mit Kindern. Ja. Und ausgerechnet jetzt? Gibt nichts mehr zu tun für mich. Naja, sind Kinderarzt. Nein, Genetiker, wenn Sie verstehen. Also man könnte sagen, ich studiere, wie es kommt zu den Kindern und warum das eine hat ein solches Äußeres und das andere nur ein anderes. Ach so, ja. Und Erbkrankheiten verhüten, also ich meine, ich wollte sagen, die Vererbung und so, was damit zusammenhängt. Sind Sie Professor? Nein, das hat nicht sein sollen. Oh, jetzt mache ich so kleines Geschäfte. Mir ist da eine Erfindung geglückt. Das bringt ein bisschen so zum Leben. Ah ja, Sie sind Erfinder. Vielleicht ich kann einmal Ihnen zu Diensten sein, falls Sie mich brauchen. Gott, das ist wirklich nett von Ihnen. Ich wüsste jetzt nicht... Oh, da kommt man... Oh, für alle Fälle denken Sie an mein Angebot. Und hier bitte, nehmen Sie den Zettel, es ist alles verzeichnet. Also ich muss jetzt wirklich einsteigen. Gut, hat mich sehr gefreut, sehr gefreut. Bist du schon da? Ja, eben zur Tür rein. Wollen wir gleich essen? Ich habe eingekauft. Hat denn das Geld gereicht? Naja, für Kaviar leider nicht. Bringst du meinen Mann? Neuen Benzin. Na, woher sie das wohl so genau weiß? Du, sie hat doch noch Großvater zu den Nachlass geordnet. Aha. Ich komme richtig ins Träumen. Über 70% Benzin ein zweites Mal in den Motor geben. Damit könntest du mit einer Tankfüllung rund um die Erde fliegen. Von Hamburg, wer weiß, wie weit in den Süden fahren. Und wir haben die Alleinrechte. Das Patent. Wir sitzen nur noch da und zählen die Einnahmen. Was glaubst du, wie man uns den Apparat aus der Hand reißen will? Tja, noch ist es aber nicht so weit, wie du hörst. Schon zu Hause, Tom? War gar nicht weg. Und deine Arbeit? Hat mir freigenommen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn er dein Großvater ist, dann muss der Knoten in diesen Tagen platzen. Und er ist es. Trotz allem. Aber dass du jetzt gleich dein Büro im Stich lässt. Bald haben wir unser eigenes Büro. Und warum sitzt du hier und er spielt nebenan? Hoffst du auf den Heiligen Geist? Ich habe ihm gesagt, er sollte eine Weile üben und... Dann wollte ich mich mit ihm unterhalten. Na, dann mal los. Du, ich glaube, ich verschwinde lieber. Ja, ist vielleicht auch besser. Emanuel? Ja? Kommst du mal her? Meinetwegen. Du, was hältst du von einem kleinen Spaziergang? Na, wenn es unbedingt sein muss... Was fällt dir ein beim Wort Physik? Na ja, Schwingungen zum Beispiel, Obertöne, Halbtöne, Frequenzen und so. Ja, und was fällt dir ein bei Auto? Hast du einen Schnellkurs in Tiefenpsychologie gemacht? Komm, tu mir den Gefallen.
was mir bei Auto einfällt. Ja, Benzin. Benzin, ja, ausgezeichnet. Und was noch? Abgase, Qualen, Lärm, Unfälle. Ja, schon gut. Bleiben wir mal bei Benzin. Was könnte man mit Benzin alles machen? Mit Flecken entfernen zum Beispiel. Ja, das auch, aber was noch? Fliegen, fahren, schwimmen. Dazu braucht man? Motoren. Ja, ausgezeichnet. Und woran denkst du, sagen wir mal, bei Benzin und Motor? Na, du stellst vielleicht Fragen, was man wirklich so tut. In den spezialisierten Körperzellen. Wenn sich solche spezialisierten Zellen umfunktionieren ließen zu Keimzellen, müsste dann nicht das gleiche Individuum noch einmal entstehen? Vor dem Hintergrund dieser Frage hat Jörg Tröger die Handlung des jetzt beginnenden Science-Fiction-Spiels aufgebaut. Hören Sie, ein Vorfahr auf Bestellung. Ja, herein. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, wir haben eine Vorladung von Ihnen bekommen. Herr Schaller, das sind Sie doch, nicht? Ja, darf ich mal sehen? Ja, bitte. Ach, ja. Herr und Frau Berger, ja. Gut, dass Sie gleich gekommen sind. Ja, dann nehmen Sie erst mal Platz. Wo denn bitte? Frau Berger, Sie am besten da. Ja. Ja. Danke, ja. Frau Walter, kommen Sie zum Protokoll rüber, bitte. Dankeschön. Ich mache lieber gleich Nägel mit Köpfen, wissen Sie. Guten Tag. Guten Tag. Das ist Frau Walter, sie wird alles aufschreiben, was Sie mir zu erzählen haben. Ja. Können wir anfangen? Ja, ich bin soweit. Schön. Dann will ich Sie darauf aufmerksam machen. Dass alles gegen uns verwendet werden kann, das kennen wir doch alles. Herr Berger, ich habe hier einen sehr ernsten Vorwurf gegen Sie zu untersuchen und Sie wissen ganz genau, dass unser Staat peinlich genau darauf zu achten hat, dass die Bürger dieses Landes nicht gegen das Bevölkerungskontrollgesetz... Soll ich jetzt Nein, was soll denn das? Sie sind doch nicht erst seit gestern bei uns auf der Dienststelle. Ja, bitte, ich meinte nur, so oft haben wir schließlich nicht mit solchen Fällen zu tun. Ja, es wäre ja auch noch schöner. Seitdem ich im Amt bin, das sind immerhin fast 17 Jahre, hatte ich nur 7 Fälle zu bearbeiten. Schönes Leben gemacht, auf unsere Kosten. Herr Berger, Sie sind mein 8. Fall. Ich glaube, das zeigt deutlich, wie effektiv unsere Arbeit ist. Jedenfalls werde ich es nicht dulden, dass Sie hier in irgendeiner Weise die Autorität meiner Behörde und damit die Autorität des Landes untergraben. Also, bitte, fangen wir endlich an. Frau Walter, auch Sie. Wir haben da vor ein paar Tagen eine Anzeige gegen Sie auf den Tisch bekommen. Kann ich schon denken, von wem? Eine Anzeige bekommen, die Sie beide beschuldigt, gegen das Bevölkerungskontrollgesetz verstoßen zu haben, und zwar gegen den Paragraphen 7, wie es aussieht. Frau Walter, lesen Sie das mal vor. Sparen Sie sich die Mühe, kennen wir doch alles auswendig. Mann meint, das heißt, er will sagen, wir haben uns mit der Sache in den letzten Wochen schon genug auseinandergesetzt. Wirklich, wir waren selbst schon so weit, zu Ihnen zu kommen und unser Gewissen zu erleichtern. Es würde mich freuen, wenn Sie zur Aufklärung beitragen. Aber trotzdem, den Paragraphen hören wir uns an, damit hier jeder weiß, wovon die Rede ist. Also, bitte, Frau Walter. Moment. Gisst das Ganze endlich. Ich will jetzt essen. Du, wenn da nun aber doch was dran ist. Sag mal, fängst du schon wieder an? Na gut, das ist unwahrscheinlich. Aber ich meine, was dran sein könnte doch. Denk dir mal, welche Entdeckungen die Mediziner gemacht haben in den letzten Jahren. Na also, nach dem Fortschritt der Medizin sah mir dieser Knabe aber nicht gerade aus. Und überhaupt, wozu denn das alles? Willst du dir etwa einen Vorfahr bestellen, oder wie das da auf dem Zettel heißt? Na, vielleicht hat er sich getarnt. Ich meine, was macht das, ist ja schließlich illegal. Ne? Und wenn schon. Kann man nicht über was anderes reden. Hm. Mal, du hast doch einen Großvater gehabt, überrascht der damals... Überrascht dich das? Ich meine, dein Großvater, das muss doch ein ziemlich genialer Kopf gewesen sein, was ich da so gehört habe. Na, und wenn schon. Na komm, sag doch schon. Ja, also selber habe ich ihn doch gar nicht mehr erlebt, nur vom Hörensagen, was so erzählt wurde von ihm. Ja, erzähl doch schon, was haben alle denn erzählt? Naja, der alte Herr... Na, was sage ich? Alt ist er ja gar nicht geworden. Er hat so rumexperimentiert, muss immer auf der Suche gewesen sein nach was Benzin ersetzen kann.
Ach, was? Treibstoffrückgewinnung? Ach, egal, ich habe doch keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, er wollte das große Geld machen, als es damals mit dem Erdöl anfing, knapp zu werden. Aha. Treibstoffrückgewinnung, sagst du. Aber war da nicht so eine Erfindung? Ich meine, irgendein Gerät, das er in die Motoren einbauen wollte, um das Benzin wenigstens teilweise wieder aufzubereiten. So was Ähnliches. Und jedenfalls soll er dann kurz bevor die Sache lief gestorben sein. Und mit seinen Plänen konnte niemand mehr was anfangen. Ich habe nie mehr davon gehört. Tja, damit könnte er heute steinreich werden. Und wir wären aus dem Schneider. Tom, du bist wohl nicht mehr ganz bei dir. Lass den Großvater, wo er ist. Na, wenn doch was dran ist an deiner Haltestellenbekanntschaft. Anhören könnte man sich das doch mal, was dieser Mensch dazu bieten hat. Das ist überhaupt kein Risiko. Aber dabei. Ohne mich bitte, ja? Gut, gehe ich eben alleine. Hast ja gar keine Adresse. Ach so, ja. Du sag mal, steht das nicht auf dem Zettel? Klar, hier steht's ja. Das ist auch merkwürdig. Ja, nur lies doch mal vor. Kontaktmöglichkeit jeden Mittwochabend im Hauptbahnhof, Bahnsteig 7. Tragen Sie diesen Zettel einmal gefaltet in der Hand. Wir werden Sie ansprechen. Das ist ja wie im Kino. Ja, wie kann man nur auf sowas reinfallen? Das ist Bevölkerungskontrollgesetz. Ne? Irgendwie muss er sich ja wohl tarnen, sonst könnte er ja gleich zur Polizei gehen. Ja, ich fürchte, du wirst da auch nochmal landen. Ja. Was haben wir denn heute? Das ist Montag und das ist übermorgen Mittwoch. In 2 Tagen wissen wir mehr. Dort ist er auch heute noch. Er ist leider ein paar Mal sitzen geblieben. Ja, ins Gymnasium. Und vorher natürlich in den Kindergarten. Die Grundschule. Möglichst so, wie wir das vom Großvater gehört hatten. Es sollte eben alles möglichst genauso sein. Aber wie es im Augenblick aussieht, ist irgendein Haken dabei. Fast so, als ob der Tarowski uns doch noch reingelegt hätte. Ein Haken? Ja. Er spielt nämlich Geige. Jetzt fängt er schon wieder mit der Fiedelei an. Ging schon den ganzen Tag so. Ja, ist nur dieser verdammte Musiklehrer dran schuld. Ach, Tom, lass ihn doch. Wenn es ihm Spaß macht. Physik und Chemie soll er lernen. Dafür haben wir ihn so lange durchgefüttert. Komm, sei nicht ungerecht. Er versucht doch da und dir diesen Gefallen zu tun. Du hör mal, dein Großvater hat mit 20 schon studiert und er war ein Ass in Naturwissenschaften. Weißt du, was unser Kunstprodukt mir neulich weismachen wollte? Erdöl sei flüssiges Gestein. Vielleicht ist er ein Spätentwickler. Das ist ein Quatsch. Der alte Emanuel war das auch nicht. Emanuel, kommst du mal? Fass ihn nicht zu hart, Anton. Ich werde mich hüten. Hast du gerufen, Vater? Ja, mein Sohn. Ich hab dir was mitgebracht. Ist doch noch gar kein Geburtstag, bist du befördert worden? Nein, eigentlich nur so. Man kann dir doch auch mal so eine Freude machen, oder nicht? Passiert aber ziemlich oft in letzter Zeit. Was ist es denn? Du musst es auspacken. Gib es mal rüber. Ja. Was ist denn das? Hey, das sind noch mehr. Emanuel, das ist ein Bunsenbrenner. Ja, und das sind Glaskolben für deine Experimente. Was denn für Experimente? Na, mein Vater meint, weil du Physik und Chemie letztes Jahr abgewählt hast. Na, und dafür mache ich Musik und Latein. Ja, das ist aber ein bisschen einseitig. Findest du nicht? Heutzutage wird doch alles von den Naturwissenschaften beherrscht. Da musst du mitreden können. Ja, du vielleicht. Mich lässt das kalt. Interessiert mich nicht im Geringsten. Ach komm, du könntest Vater doch wenigstens den Gefallen tun. Schau doch mal die teure Ausrüstung. Ja, bei euch dreht sich alles nur ums Geld. Ihr scheint nichts anderes im Kopf zu haben. Jetzt hörst du mir mal ganz genau zu. Die Sachen haben Geld gekostet. Und du gehst jetzt damit in dein Zimmer und beschäftigst dich mit ihnen. Später wirst du mir nochmal dankbar sein. Später, später. Aber auf eure Verantwortung. Tom, ob wir nicht doch die Wahrheit sagen sollen? Kommt gar nicht in Frage. Da fühlt er sich noch mehr unter Druck gesetzt und es passiert überhaupt nichts. Vielleicht hätten wir uns damals lieber gründlicher erkundigen sollen über Tarowski und so weiter. Ja, das hat schon seine Richtigkeit. Das siehst du doch selbst. Haben Sie eigentlich nie Angst gehabt, dass Sie auffliegen könnten? Ach, das war nur in den ersten 2 Jahren so. Man hat sich auch dann daran gewöhnt und irgendwann wurde es richtig selbstverständlich für mich. Wenn mein Mann nicht gewesen wäre, der es kaum erwarten konnte, bis Emanuel zu experimentieren anfing. Hast du nicht auch darauf gewartet? Und Sie, Frau Naumann, haben Sie irgendwelche Beobachtungen gemacht? Tja, wissen Sie,
Ich war eigentlich lange Zeit nur verblüfft, wie unheimlich ähnlich der kleine Emanuel unserem Großvater gesehen hat. Wie aus dem Gesicht geschnitten, soweit man das nach Fotos beurteilen kann. Ich kann mich noch gut erinnern, als er ins Gymnasium kam, da hat er mir mal ein Bild von sich gegeben, so mit Schulmappe und so weiter. Ich habe es rein zufällig neben ein Bild vom Großvater gelegt, als der genauso alt war. Also ich hätte fast nicht sagen können, welches das alte und welches das neue Foto war. Ja, das stimmt. Die Haarfarbe war gleich. Und das kleine Muttermal auf der Stirn. Auch das mit den Augen. Aus Spaß habe ich immer Großvaters Brille gegeben. Er konnte damit genauso gut sehen wie mit seiner eigenen. Er ist ziemlich kurzsichtig. Und die Geheimratseltern kriegt er jetzt auch schon. Wie war das, Frau Naumann? Sind Sie deswegen auf Ihren Verdacht gekommen? Tja, also ehrlich gesagt nicht direkt, obwohl ich unbedingt etwas hätte merken müssen. Der Verdacht kam mir erst durch die komische Art, wie meine Schwester und ihr Mann den Jungen behandelten. Das mit der Ähnlichkeit und die fehlende Zellkultur, tja, also ich möchte mal sagen, die sind mir eigentlich erst hinterher aufgefallen. Sozusagen aus Stütze, als Beweis für meine Vermutung. Obwohl Sie keine Ahnung hatten, wie Herr und Frau Berger zu dem Kind gekommen sein könnten. Wissen Sie, in der Medizin ist so vieles möglich. Ich habe darüber weiter nicht nachgedacht. Ja, und warum dann die Anzeige? Tja, glauben Sie vielleicht, ich könnte zusehen, wie die das Geschäft ohne mich machen? Da wäre ich doch schön blöd. Schließlich ist das doch auch mein Großvater. Ja, aber ist aber unser Sohn. Ja, kompliziert, in der Tat. Aber nochmal zurück. Sie haben ihn also aufs Gymnasium geschickt. Ich nehme an, genau wie den Großvater. Dort ist er auch heute noch. Er ist leider ein paar Mal sitzen geblieben. Ja, ins Gymnasium. Und vorher natürlich in den Kindergarten. Die Grundschule. Möglichst so, wie wir das vom Großvater gehört hatten. Es sollte eben alles möglichst genauso sein. Aber wie es im Augenblick aussieht, ist irgendein Haken dabei. Fast so, als ob der Tarowski uns doch noch reingelegt hätte. Ein Haken? Ja. Er spielt nämlich Geige. Jetzt fängt er schon wieder mit der Fiedelei an. Ging schon den ganzen Tag so. Ja, ist nur dieser verdammte Musiklehrer dran schuld. Ach, Tommy, lass ihn doch. Wenn es ihm Spaß macht. Physik und Chemie soll er lernen. Dafür haben wir ihn so lange durchgefüttert. Komm, sei nicht ungerecht. Er versucht doch dauernd, dir diesen Gefallen zu tun. Du, hör mal, dein Großvater hat mit 20 schon studiert. Und er war ein Ass in Naturwissenschaften. Du müsstest also deine Schwester in der Klinik unter irgendeinem Vorwand besuchen und dann sehen, dass du an die Zellen rankommst. Tom, willst du dir das Ganze nicht doch nochmal überlegen? Ich meine, das könnte doch sein, dass der uns nur reinlegen. Das glaube ich auf keinen Fall. Und außerdem, ganz ohne Risiko ist noch keiner ans große Geld gekommen. Naja, ich sage ja auch gar nichts gegen das Geld. Ganz im Gegenteil. Nur, das ist doch ein komischer Gedanke, wenn wir plötzlich den alten Emanuel hier hätten. Ist das dann ein Mensch von heute? Oder von damals? Also mich interessiert nur, dass er seine Erfindung zu Ende bringt und alles andere ist Nebensache. Ah, vielleicht ist er ja auch ganz nett. Siehst du, Katja, langsam gewöhnst du dich an die Sache. Du musst immer daran denken, dass wir reich werden können. Also in Gottes Namen, dann gehe ich halt morgen in die Klinik. Das ist aber nett, dass du mich mal in der Klinik besuchst. Du warst doch noch nie hier, ne? Ach, weißt du, ich war sowieso zur Untersuchung hier. Da dachte ich mir, sieh dir mal an, was die Vera hier so macht. Gute Idee. Tja, soll ich dich ein bisschen herumführen? Nur wenn ich kein Blut sehen muss. Naja, mache ich halt die unblutige Führung. Komm. Das hier ist die Entbindungsstation. Kaum noch was los, seit es das Gesetz gibt. Früher waren hier 6 Ärzte. Jetzt genügt ein einziger. Ich sag mal, du und Tom, wollt ihr eigentlich, ich meine, wollt ihr immer noch kein Kind? Ach du, vielleicht doch, wir sind gerade am Überlegen. So? Dabei wart ihr letztes Jahr nicht mal bereit, über das Thema zu reden. Ich geh mal voraus. Warum soll man seine Meinung nicht ändern? Kommt ihr denn auch mit eurem Geld hin? Ein Essen mehr und so weiter. Och, irgendwie wird's schon gehen. So, jetzt sind wir im Allerheiligsten. Unsere experimentelle Abteilung. Hier versuchen wir neue Therapiemethoden zu finden, damit die Leute noch länger leben. Sag mal, beschäftigt ihr euch eigentlich auch mit Krebs?
Ja, sogar in erster Linie. Wir sind ja, aber das sagt dir wahrscheinlich nichts. Jedenfalls sind wir die Ersten gewesen, die aus einer Krebszelle wieder eine gesunde Körperzelle machen konnten. Aber es gibt doch noch Krebs. Es gibt ihn noch, wenn du die Krankheit an sich meinst. Was wir hier gemacht haben, war nur, dass wir die einzelne Krebszelle, wenn du willst, den kleinsten Baustein einer Krebsgeschwulst, dass wir die Zelle im Labor repariert haben, bis sie wieder eine gesunde und nicht entartete Zelle ist. Leider ist damit Krebs noch lange nicht heilbar, verstehst du? Weil wir dafür die Reparatur der Zelle machen müssten, solange das Krebsgewebe noch im Körper des Kranken wächst. Und das hast ganz allein du herausgefunden? Ach, wusste trotzdem. Na schön. Also, eine Krebszelle unterscheidet sich von einer gesunden Körperzelle dadurch, dass die Tumorzelle, man könnte sagen, ein unsoziales Lebewesen ist. Die gesunde, also die soziale Zelle, wächst in ihrem Gewebeverband unter einer gewissen Kontrolle. Aber wenn sie durch irgendein Ereignis unsozial geworden ist, schießt sie mit ihrem Wachstum übers Ziel hinaus. Sie passt nicht mehr zu den übrigen Organzellen. Ist das soweit klar? Durchaus. Nun gibt es verschiedene Theorien, warum das so ist. Warum die Krebszelle nicht mehr von den körpereigenen Wachstumshemmstoffen gesteuert wird. Vielleicht führt es zu weit, wenn ich Ihnen die Theorien zur Krebsentstehung im Einzelnen erkläre. Ja, bitte nur das Wesentliche. Kurz und gut. Wir sind davon ausgegangen, dass irgendeine Störung im genetischen Programm, sagen wir in der Erbinformation, der Erbmasse, vorliegt. Ja. Ja, und nun kommt's. Wir haben nach langem Probieren herausgefunden, dass man diese falsche Erbinformation in der Krebszelle reparieren kann. Sie wissen vielleicht noch aus der Schule, aus dem Biologieunterricht, dass die DNS, die Desoxyribonukleinsäure... Oh, jetzt wird's mal kompliziert. Ja, es ist gleich vorbei. Dass also die DNS Träger der genetischen Information ist in der Zelle. Dort muss der Fehler liegen bei einer unsozialen Krebszelle. Könnte man die Fehlerstelle nicht einfach abschneiden? Gut, hervorragend. Sie hätten Molekularbiologe werden können. In der Tat, an einer bestimmten Stelle kann man die DNS, man muss sich das als eine Art Strang vorstellen, regelrecht auseinanderschneiden. Dazu braucht man sogenannte Restriktorenzyme, und zwar ganz spezifische. Denn jedes dieser Enzyme schneidet die DNS an einer anderen Stelle. Man muss also das Richtige finden, aus Mikroorganismen isolieren und dann kann man wie mit dem Schweißbrenner arbeiten. Die falsche Erbinformation kommt weg und aus einer gesunden Zelle holt man sich mit demselben Verfahren die intakte Information, das intakte Gen. Aha, und das klebt man dann wahrscheinlich in die Lücke. Ja, so ähnlich. Man braucht dazu die Vertreter einer anderen Enzymgruppe. Das sind die sogenannten Ligasen. Und die bringen so etwas wie eine Schweißnaht an der Bruchstelle zustande. Damit ist die richtige Erbinformation wieder in die Zelle einprogrammiert. Ja, vermutlich die, dass die Zelle und ihre Nachkommen sich jetzt wieder sozial verhalten. Ja, genau so. Aha, ja. Ich bedanke mich für die Privatvorlesung, Frau Neumann. Irgendeinen Kommentar dazu, Herr Berger? Tja, es kommt mir alles sehr bekannt vor. So ähnlich hat mir das Tarowski bei unserem zweiten Treffen auch beschrieben. Tarowski. Natürlich. Und so, ich werde machen als Krebszelle von Ihrem Herrn Großvater gesunde Zelle. Ja, und wie weiter? Weiter, na bitte. Sehen Sie, in jeder Körperzelle sind komplett... Ja, das kommt hin. Danke. Ach, wenn der heimkommt. Der kommt bestimmt nicht mehr wieder. Der lebt jetzt sein eigenes Leben. Sein eigenes Leben? Hat er das eigentlich? Wir werden uns darum kümmern. Also jetzt habe ich völlig den Faden verloren, wie die Verwandtschaftsverhältnisse tatsächlich aussehen. Ja, schon gut, Frau Walter. Sie haben vorhin gesagt, Frau Dr. Naumann, Sie hätten die Anzeige gemacht, weil Sie sich übergangen fühlten. Ich meine finanziell. Ja, ja, in gewisser Weise schon. Ich meine, ich hätte sowieso nie mitgemacht bei der ganzen Sache, nicht zuletzt aus moralischen Gründen. Ich glaube selber nicht. Also ich darf bitten, ja? Aber es hat mich einfach geärgert, wie dumm dreist die Bergers hier sich das ausgedacht haben. Na komm, weißt du. Also ich will mal sagen, Familienwerte auf die Seite zu schaffen, na das habt ihr doch. Und dann, natürlich musste ich auch als Arzt die Dinge ablehnen. Das glaubt jetzt eh nicht. Ja, als Ärztin müssten Sie aber auch den Bergers erklären können, wo der Fehler lag. Also der entscheidende Fehler, der Ihre ganzen Investitionen zunichte gemacht hat. Ja, bestimmt. Tarowski hat uns reingelegt. Von wegen. Tarowski hat euch nicht reingelegt. Er hat euch ein Ebenbild des Großvaters geliefert, wie es vereinbart war. Und eigentlich möge sich nun endlich mit Brennstoffrückgewinnung beschäftigen. Dann hätten wir... Ja, ja, vielleicht hättet ihr sogar eine Chance gehabt, euer Ziel zu erreichen. Wenn ihr ihn von Anfang an als euren Sohn behandelt hättet. Ja, das sagst du so.
Wo man doch immer im Hintergrund hatte, dass es eigentlich der Großvater ist. Naja, das ist nicht mein Problem. Jedenfalls ist euch das Naturgesetz in die Quere gekommen, nämlich, dass die Umwelt einen Menschen mindestens genauso prägt wie seine Erbanlagen. Tja, und wenn er jetzt irgendwo unterwegs ist und er bekommt seinen Krebs? Hm, das glaube ich nicht, dass das passiert. Auch Krebs wird so gut wie nicht vererbt. Dann hätten wir ja noch eine Menge Zeit gehabt. Und ich war immer der Meinung, Emanuel würde nicht älter werden als der Großvater damals. Da hätten wir ihn ja gar nicht so drängen müssen. In der Sendereihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks betreut wird, brachten wir das Originalspiel Ein Vorfahr auf Bestellung von Jörg Tröger. Die Rollen und ihre Sprecher waren Schaller Joachim Bliese, Emanuel Herbert Ecker, Frau Walter Johanna Bucher, Katja Heta Mantschew, Tom Helmut Wüstmann, Vera Gabriela Badura, Lili Gudrun Geier, Tarowski Hans-Helmut Dicko. Ton und Schnitt Bernd Lossen.